Dieb 4 gewinnt. Das ist gar nicht so schlecht. Ist okay, ja? Das gibt's jetzt. Scheiße, dabei hatte ich mir was zurechtgelegt. Ich glaube, ich wollte sagen, ein Pfirsich für ein Halleluja oder sowas. Vier Siche für ein Halleluja. Dann wird's aber zu einem Zungenbrecher. Als ob ich einen Kolben vergeige. Das wird doch nie passieren hier auf dem Sender. Schönen guten Im Zweifel kannst du immer sagen, das war so geplant. War auch Rocket Beans. In 10 Jahren werden wir sagen, das war so geplant. Ich hab den Telemark der Moderation gestanden. Ne? Du hast was tun? Den Telemark gestanden. Sagt dir das was? Nein. Du warst noch nie beim Skispringen oder so irgendwie mal dabei. Das sagt mir jetzt grob was, dass das da benutzt wird, aber Telemark, ich glaube, also beim Hören habe ich mich gefragt, was heißt das? Telemark ist, wenn du beim Skispringen, du musst ja, du kannst dich ja entscheiden, wenn du Skiflug machst, ne? In welcher Position sind die beiden Skier? Dann gibst du erstmal den parallel, dass du quasi abspringst und beide Skier parallel sind. Aber das ist mittlerweile total passé, weil die meisten Leute machen den V-Stil. Quasi, dass sie hinten zusammenpacken, weil damit kannst du mehr Auftrieb machen. Das hat früher Strafpunkte gegeben. Ne? Deshalb hat es nur wenige Leute benutzt. Die sind zwar weiter geflogen, haben gesagt, wir nehmen die Strafpunkte in Kauf. Was aber wichtig warum war das? Warum gab es da Strafpunkte? Weil das nicht so geil ausschaut, wie parallel da bleiben. Ne? Deutsche. Ne? Ja, genau. Das gefällt mir. Am besten einen Ski weg. Aber das hier fällt mir noch besser. Nein, was soll denn das sein? Adler oder was sind wir Amerikaner? Und? Vielleicht, ja, ich würde 10 Skier nehmen. Und dann ist das der Pfau. So. Entschuldigung. Wo du so einen Knopf drückst und dann auf einmal alles so wie so ein Propeller. Und dann dreht sich's noch. Telemark ist das Landen. Es gibt doch irgendwo jetzt in einem Spiel, war es Resident Evil, gibt es den Propeller-Head? Oder war das nicht so? Das ist so ein Mensch und dann ist da vorne vielleicht ein anderes Spiel. Und dann ist da so ein Propeller einfach nur. Und der heißt Propeller-Head. Okay. Und jemand hat den vorher schon erfunden und hat den bei denselben Producern, vielleicht war es auch ein Kurzfilm, hat den vorgestellt und dann wurde es geklaut. Also die haben quasi von diesem Kurzfilm-Regisseur haben die es mehr oder weniger geklaut. Also ganz komisch, ich muss mich da nochmal einlesen, aber Propellerhead ist auf jeden Fall schon ein geiler Name. Ja, Propellerhead hört sich schon richtig an. Und das ist wirklich, was du dir vorstellst, ein Typ. Und er hat hier einfach diesen großen alten, so einen alten Propeller einfach. Und ja, aber ist Propeller das, so auf dich zu. Nein, ist es anstatt des Kopfes? Ja. Oder ist es, also gut, aber wenn er den Propeller anmacht, wie verändert er, dass er hochfliegt? Das ist doch auch irgendwie komisch. Ja, er hat das nie durchgedacht. Seine Eltern haben das nicht durchgedacht. Das Flugzeug und der Mensch haben das nicht bei der Paarung gemacht. Wer sind aber die Eltern vom Propeller? Ja? Ist das irgendwie so eine Kreissäge, die mit einem Lattenzaun dann einmal? Ich weiß ja nicht. Wer weiß, ne? Und dann hatte einer noch ein bisschen Propellergene. Die können ganz anders aussehen. Aber in der Hitze der Nacht. Also ich muss mal schauen, wie das Design ausschaut und ich will dem natürlich jetzt nicht unterstellen, dass er hier so Geld abgreifen will von Capcom und so weiter. Es kann ja durchaus sein, dass so manche Ideen mehrfach gefunden wurden. Ich würde aber fast sagen, wenn du zu Capcom oder sowas hingehst, ja, Zombies habe ich hier zuerst erfunden, vor euch. Ja, also eigentlich wundert es mich, dass nie dieses Zombie-Fass aufgemacht wurde und Leute geklagt haben, weil sowas in der Filmwelt sind diese Ideen eigentlich geschützt. Weil sie George Romero einfach gleich bezahlt haben zu Beginn. Der hat doch die Werbespots gedreht für Resi 2. Ach, meine, wenn dann einer sich beschweren kann, ist Romero. Na? Ja, stimmt. Eigentlich direkt den Mann ins, wie den Politiker, direkt ins Boot geholt. irgendwie korrumpiert wahrscheinlich. Immer schön hier die Achseln geölt, oder? Sagt man das? Grease the Palms? Entschuldigung, ich bin abgelenkt wegen seine Propeltern. Die Eltern von dem, die Propeltern. Oh Mann, wir müssen ins Spiel. Okay, ich kenn sonst eine Hubschraubermütter, jetzt sind es die Propeller noch dazu. Ja, genau, so werden Helikoptermütter. Wenn beide Elternteile Helikoptermütter sind, sozusagen. Du willst Skispringen lernen, mit 4 Jahren. Wir müssen aufhören. Dieb 4 ist angesagt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben es vor 2 Wochen haben wir es mal angefangen und sind grandios gescheitert nach dem ersten Boss. Sind wir gescheitert? Wir haben es geschafft und sind danach gestorben, bevor wir speichern konnten. Aber, oh, ich erinnere mich. Weißt du, dass das vollkommen egal ist? Weil ich Dödel einfach unsere Spielstände gelöscht habe beim letzten Mal. Ich wollte meinen Rechner aufräumen und dachte, ach
komm, ja, das alte Spiel brauchst du nicht mehr installiert haben, das brauchst du nicht installiert haben. Und dann gucke ich, warum habe ich auf einmal 600 Gigabyte frei? Mhm. Und dann gucke ich drauf, oh, mein Games-Ordner ist fast komplett weg, inklusive der ganzen Saves. Ey, das ist lustig. Gibt's vielleicht ein Virus? Weil mir ist das vor kurzem auch passiert, dass ich so ein, zwei Sachen markiert habe. Ich kenne diese Fehler aus Versehen, mehrere markieren. Ich könnte schwören, es war in dem Moment nicht so. Und dann lösche ich was und plötzlich ist irgendwie alles Wichtige weg. Und ich war so dankbar, dass ich den Papierkorb noch nicht geleert hatte. Okay. Weil da wirklich ein fetter Ordner mit ganz vielen Dateien noch, der super wichtig war, drin war. Und ich bis heute frage ich mich, habe ich das aus Versehen gelöscht? Weil ich glaube, es ist ein Bug. Zwei Leute, damit sind wir doch schon. Damit sind wir schon zu Opfer eines Virus. Zu zweit, ja. Der ist auch damit unerkannt. Ab zwei Leuten wird es eine Sammelklage. Ne? Ja, Classic, Law Action Suiter, wie es heißt. Minus ergibt Plus. Was ich gemacht habe in Mea Culpa Absicht war, ich habe einfach noch mal die Viertelstunde bis dahin gespielt, weil so viel Fortschritt hatten wir nicht. War es wirklich nur eine Viertelstunde? Naja, wenn ich da runterkarte, wie oft wir in der Irre herumgelabert haben sowieso, aber herumgelaufen sind und ich konnte ja die Cutscenes abbrechen. Ja, das ist gut. Die gehen lange, gerade am Anfang. Und ich habe uns zumindest wieder dahin gebracht. Dann lass uns jetzt weitergehen. Du hast, aber wenn ich das richtig sehe, hast den Endgegner erledigt? Ja. Ja, noch nicht. Nein, noch nicht. Ich wollte das natürlich on air machen, weil ich hatte bis zum Endgegner gespielt. Er war doch voll nervig. Er ist voll nervig, aber es gibt zum Glück eine gute Methode, wie wir ihn wegmachen. Ich würde erstmal anfangen und danach können wir gerne danach tauschen. Also, das Glück war, ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal gefunden hatten oder nicht, aber ich habe eine Handvoll Granaten dabei und das ist wesentlich besser, als mit dem Piepmenscher rumzulaufen und ihn anzuballern die ganze Zeit. Jetzt finde ich lustig, dass die Leute immer noch über Propellerhead und die Physik dahinter reden. Das finde ich sehr schön. Ich möchte gerne in zwei Stunden möchte ich da ein finales Fazit. Kann er überhaupt den Kopf richtig bewegen oder ist er den Propellern unterworfen? Ist das neue, können Häuser überhaupt brennen? Oder? Ja, ich finde, da kann man drüber reden. So, Granate. Ich weiß nicht, wie das mit den Häusern geklärt wurde am Ende. Aber Granate! Alter. Aber jetzt wird's eng, ne? Ups, jetzt bist das ist nicht zum Laufen. Granate! Wenn er dich erstmal hat, hab ich letztes Mal ihn so besiegt oder hast du dir das angelesen? Nö, ich hab's einfach gemacht jetzt gerade hier. Das funktioniert. Weil ich hab vorhin einmal probiert, ohne Granaten das zu machen. Hat nichts gebracht. Der Captain. Der Captain geht Captain immer mit mein seinem Captain, ja. Virus um. Ah, ich hasse diese Waffe. Warum hast du das gemacht? Weil ich aus eigentlich, Problem. Ja, du musst die Waffe immer zücken und dann wieder wegpacken, ist auch scheißegal. So, gib mal deinen Schlüssel. Du alte Sau. Ich würde, auch wenn wir nicht so viel haben, ich würde aber einmal die Standardwaffe auswählen statt der OC. Die bringt auch nicht so wirklich viel. Ich möchte wirklich noch mal herausstellen, dass wir da mehrfach verreckt sind an der Stelle und du den gerade sowas von gelangweilt schon niedergemacht hast. Das war zum. Ich werde auf jeden Fall nicht ausschließen, dass ich jetzt einfach in einen anderen Gegner reinlaufe und es schon Game Over ist, bevor wir es saven können. Ich möchte nicht ausschließen, dass die Hauptfigur jetzt einen derben Tinnitus hat. Nach diesen vier Granaten in einem engen Raum. Das garantiert nicht so geil. Ja, da läuft dir die Suppe ein bisschen aus dem Ohr raus. Vielleicht ist es vorzugsweise mit vier Renaten in einem. Vier Renaten? Ja, stell dir mal vor, die fangen an, dich da voll zu labern. Ja. Jeder hat so eine Beschwerde. Jede Renate hat eine Beschwerde, die sie 15 Minuten lang vorträgt. Nee, Moment. Alle vier haben die gleiche Beschwerde, aber sie beschweren sich im Kanon. Sie ergänzen sich. Das wird schlimmer. Sie fängt erst an und die andere dann an. Hier, Bruder Jakob. Das gefällt mir super. Ey, Mann, es sind einfach, wenn diese Ideen mal verwandelt werden würden. Seth MacFarlane macht schlechtere Folgen mit weniger Ideen. Warum haben wir keinen Animator, der uns unterstützt oder aufkauft? Wir sollten aber an Seth MacFarlane können wir uns orientieren einfach. Also ja. Der hat ja mittlerweile den Staus gemacht, der muss keine guten Witze mehr machen, der kriegt ja eh die Airtime. Wir reden übrigens drüber, weil wir es schon gesehen haben. Ja, genau, weil wir schon geguckt haben. Also ärgert euch nicht, sondern guckt lieber das alte Video. Ab danach halten wir aber die Schnauze, wenn dann Cutscenes sind. Genau, ich finde aber, dass Seth MacFarlane eigentlich ganz cool ist. Ja, so die neuen Sachen, also ich gucke das super gerne. Es ist immer so ein bisschen gemischt, was funktioniert nicht. Ab und zu mal, wenn ich noch Family Guy erwische, auch die Modernen, die können ja durchaus lustig sein. Die geben sich wenigstens noch Mühe. Wenn ich dann umschalte und mir eine Simpsons-Folge der neuen Staffel zum Beispiel angucke, merke ich so, boah, nee, das ist so völlig unterschiedlich schon, die Herangehensweise. Weil die Simpsons hat aufgegeben. Mal wieder, irgendwie die Hardcore-Leute, die immer noch zuschauen, es soll wohl wieder ein Upswing geben, dass es besser ist, aber I don't know. Ich gucke die tatsächlich relativ häufig, weil ich ihnen immer wieder eine Chance gebe, weil es sind die Simpsons, ne? Und eigentlich müssen ja nur die Writer sich wieder fangen. Aber bisher, Family Guy altert besser und South Park ist der King im Altern immer noch. South Park, ja, das stimmt.
Aber du bist ja eh, wir hören gleich auf, aber das haben wir alle schon gesehen. Ja, ja, das ist ja, also hier, das Rumlaufen passiert ja auch nichts. Und du bist ja eh mehr American Dad Fan. Ja, ja. Habe ich gerade vor kurzem die letzte Staffel, die es irgendwie online gab, geguckt. Ich hab's noch mal erwähnt, dass ich American Dad, ich finde, das ist so ein bisschen die rundere Serie, weil sie sie hat so ein kleines Konzept dahinter eben, ne? Also verglichen mit Family Guy ist ja einfach, wir haben eine Familie, macht was du willst, ne? Da ist wenigstens noch diese ganzen Agenten-Scheiße dazwischen. Ja. Nee, so, ich habe keine Ahnung, wo es jetzt hier hingeht. Ja, sorry, ich laber dich natürlich auf. Ich bin mal ruhig. Jetzt sind wir in so einer komischen Zwischen. Ach, noch weiter. Dieser Doppel, wo es nach hoch geht und runter und die Mitte. Da waren wir ganz oben oder ganz unten? Ich weiß es nicht mehr. Sehen. Ja, ich muss ja auch mal ein bisschen mehr helfen. Ja, und jetzt einmal in Richtung Kamera, glaube ich. Ja. Sind da Gegner? Natürlich. Aber jetzt hast du ja deinen Unterwasser-Gun. Was? Ist er gerade auf die Fresse gefallen? Hat er sich geduckt? Ach, Moment, okay. Moment. Ich habe das Gefühl, du triffst ihn, bevor der Pfeil überhaupt da ist. Es kann sein, vielleicht, weil der Pfeil einfach zu lange braucht, bis die Animation da ist. Ich glaube, es ist sowas in der Art. Ich geh weiter hoch. Ah, nein! Ich gehe falsch rum, weil das Schiff hat sich doch umgedreht, weißt du noch? Ja, du hast recht. Ja, wir eben noch über die Scheiße drüber gelabert haben. So Quatsch, ey. Wir brauchen die Katze nicht gucken, wir haben sie eben schon mal. Ja, climb down the ladder. You have to go down on the ladder. Get down on the ladder. Down on the ladder. Ey. Is it your propeller yet? My mortal enemy. Ey, ich hätte gerne. I'm gonna kill you. Ich hätte gern, dass dass wir so ein Minimatz-Board haben, was die Community bedienen kann. Aber mit so einem Timer, dass du so dieselbe Minimatz auch nur einmal benutzen darfst oder so. Aber das wäre sehr schön. Gott. Irgendwann. Vielleicht kann es das ja jemand mal programmieren. Ich frage heute sehr häufig die Community, ob sie die Arbeit machen kann. Aber ich kann nicht coden. Genau. Ich kann nicht arbeiten, hätte ich fast gesagt. Ich kann entertainen, das ist die eine Sache. Schon zocken wird schwierig. Magazin, so. Runter. Okay. Wir haben das gut gemacht, Gregor. Wir haben die Leute direkt mit 3-4 Serien geködert im Chat, dass die direkt über die Serien metern. Wieder im Ausgangsraum. Während wir uns hier so langsam verlaufen. Das kann ich sein, in solchen Video schnell nach. Ach, da ist ein Airduct, wo wir rein können. Oh Mann, Gregor, ich hätte es ja nicht sagen müssen, Mann. Natürlich, die haben ja drauf noch gesucht. Bin ich da reingegangen? Ja auch, wir sollen durch den Airduct. Wir haben es ja auch letztes Mal gemacht. Oh Mann, aber der Chat ist zum Glück gut abgelenkt gewesen. Der Airduct. Richtig, alles richtig gelaufen. So, ich mache mir noch einen leckeren Kaffee. Oh ne, hier war ich schon mal anscheinend. Moment, aber der Airduct ist richtig. Nach diesem Ding zoomt es auf den Airduct. So, lass mich nochmal nachdenken. Ah, warte mal, richtig. Okay. Also, das Schiff, wo haben wir gefahren? Es ist umgekippt nach der Explosion. Allerdings waren wir gerade ganz oben für den Bossfight. Ja. Das heißt, das oben ist jetzt unten. Das heißt, ich muss hochklettern, aber durch die untere Seite des Schiffes, die jetzt oben ist. Ja, aber es kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Ich geh mal hoch einfach. Ist auch egal. Climb down the ladder. Not the ladder. Climb up the ladder. Don't climb down the ladder. Climb down the ladder. Climb the ladder down. Climb the ladder down. Push the button, push the button. I'm climbing up, I'm getting crazy here. Da geht's nicht mehr down, da geht er down. So. Ich hab die alle schon umgebracht. Das ist ja noch 3 Minuten. Das geht ja noch. Nein, Happy Camper, darüber lässt sich überhaupt nicht streiten, ob Simon entertainen kann. Es wurde international längst beschlossen, es gibt darüber Forschung. Man nennt sie Klicks. Und insofern. Du musst aufpassen mit entertainen, ja. Weil schon der große Philosoph Robbie Williams, der wollte ja auch uns entertainen. Sind 2 schlimme Sachen passiert. Einerseits hat ihm ProSieben den Spruch geklaut einfach. Ja, ne? Und das hat ihn so fertig gemacht, dass er sich dem UFO-Glauben angehört. Ja, genau das meine ich. Weil wir ein Gehirn sind. Nicht die ganzen Höhenflieger, die er sich verabreicht hat. Das sind UFOs. Das ist überkennt. Der hatte eine Phase, wo ich dachte, der Typ endet nie. Der wird einfach mega erfolgreich, immer erfolgreicher. Das kann ja gar nicht mehr aufhören. Ich dachte wirklich, irgendwann geben sie ihm James Bond, weil er irgendwie so diesen Style hatte. Und dann UFOs, plötzlich UFOs. Aber es hat nur zu James Blunt gereicht, ne? Hey,
ich muss sagen, ich finde den immer noch super. Nur der ist so völlig aus dem Rampenlicht raus. Ne? Das ist ganz interessant. Obwohl der mega gut alles kann eigentlich. Eigentlich. Das, ist das ein Torpedo? Irgendwann denkst du dir, warum mache ich das noch? Bei uns ist es ja so, wir sind wie die Entertainment-Piraten. Wir haben diesen Enterhaken. Und ihr wollt vielleicht gar nicht mit uns, aber dann kommt der Enterhaken. Da kommt wir der. Über die Planke. Ich hoffe, jetzt schießt niemand die Torpedos ab. Ich will er das nicht? Ah, nee, er will durch. Aber jetzt geht's nach oben. Nee, nach unten. Ah, der krabbelt ihn noch schnell. Mit dem. Oh Mann, das wird schwierig. Regie, könnt ihr ein bisschen lauter machen? Ja, gern ein bisschen lauter. Donk. Angefahren. Das wie zeigen sie dann nicht. Wie haben sie das jetzt geschafft? Not as young as I used to be. The blast tank burst. A sad ending for the Sea Fox. Millions of dollars down the drain. Are you okay? I feel cold. Tüdin. Ey, komm, du willst jetzt den virenbefallenen Typ in deinen... Mission accomplished. I'm returning. This is Big Table. The CCD area pool cannot es be ist wirklich nicht because of the SEALs DSRV. Wait a minute! Head towards the MI area pool. Over. No way! The MI area is in the opposite direction! What are they thinking? It's far, but oh well. I'm going to accelerate. Hold on. Ein bisschen hört er sich an wie Aziz Ansari. Ich gucke gerade viel Parks and Recreation. Ein bisschen dieses Gequetschte. Ja, der macht für mein Gefühl immer so ein bisschen dieses Gewollt. Er macht das bewusst. Oder es ist Teil seiner Persönlichkeit mittlerweile so. Oder das hört sich so an, weil er ein bisschen kleiner ist. Ich meine es gar nicht böse. Ich meine, weil der Schall nicht so weit dann. Nach derselben Logik, nach der, sag ich mal, voluminösere Frauen auch einfach vielleicht diese krassere Stimme haben. Ja, aber also bei all das, die Stimme muss aus dem Bauch kommen. Ich meine, dein Pankreas bleibt gleich, egal wie viel Gedöns drumherum ist, oder? Weiß ich nicht. Du bist ja auch, das ist wie so eine Geige oder Violine oder so. Also da gibt's ja unterschiedliche Volumendinger, aber dieselben Saiten. Ich habe keine Ahnung. Naja, der wird jedenfalls jetzt zum Monster. Das ist sowas von klar, Digga. Es fängt schon an. Jetzt könnte er ihn noch abknallen. Mach einfach die Klappe zu und versenk das Ding. Shit, genau das werden die gleich machen. Und dann haben wir kein Boot mehr. Oh, unser Kollege ist weg jetzt, oder? Das ging echt schnell. Wie so ein Make-up-Tutorial, wenn sie einen Schnitt machen. Maybelline, New York hier. Oh, oh. Was hat der eigentlich für einen Arm? Das ist so weird, Alter. Ja, das ist zu spät. Komm, durch den Bauch gebohrt. Ich hab dir auch schon mal geholfen. Lauf drumherum. Werf eine Granate. Mach irgendwas. Er hat halt einfach gar nichts gemacht. Er ist Catcher. Er hat halt absolut gar nichts gemacht, verdammt nochmal. Er hat wenigstens kämpfen können. Moment, er ist gestorben. Er hat eine Sache hat er gemacht. Und er hat einen coolen Abgang. Ja, das ist ganz cool. Als ob er wüsste, dass da eine Kamera ist. Remember me. Bam. Und natürlich, weil jeder tote Körper aktiviert sofort alle Buttons. Die Selbstzerstörung. Und dann fährt das nach vorne. Die Selbstzerstörung ist vorne links, ja. Nee, es ist unser Typ denkt sich gerade, ich hatte ihm die Jacke doch geliehen. Ja, er schuldet mir noch. Oh, und jetzt versenkt er sich in den nassen Tod, damit wir nicht mit dem Monster kämpfen müssen. Ich muss zugeben, es ist eigentlich eine schöne Szene. Ja. Aber sie ist dumm gelöst, dass er überhaupt nicht kämpft. Ein Kampf hätte ich, aber da haben sie wahrscheinlich kein Geld für. Die hat nur Geld für ans Fenster klopfen. Ja, genau. Für Kampf bin ich nicht gebucht. Oh! Ah. Das ist deep. Auf vielerlei. Aber er hat noch mein Feuerzeug in der Tasche. Ich muss da noch mal runtertauchen. Das kriegst du nicht mehr. Das ist. Muss den Reis legen für mindestens eine Woche. Na? Och nee! Ach, das ist jetzt aber lächerlich! Der lässt aber auch keine Sekunde. Es ist aber auch. Also Leute. Was? Guck mal, er hat wieder so ein verschmitztes Lächeln, weil er weiß, der Gregor macht das jetzt. Gregor muss er jetzt. Was soll denn das? Ich hab noch nicht mal speichern können. Gregor. Yikes. Schießt. Gregor. RR Charge. Bala, bala, bala. Kein Safe. Nicht schlecht. Ach so, ist es nur so ein normaler Johnny? Ja, eigentlich, ich glaube, du musst hier fast nie wieder hin, weil das Boot ist weg.
Ja, aber er hat's auch verdient. Wirklich so viel Aufhebens für so einen Bupsel hier? Ey. So viel? Ich dachte, das ist der Nemesis im Spiel hier. Ich dachte, der läuft dir jetzt hinterher. Wäre gar nicht so schlecht gewesen, ne? Hätte ich auch. Ja? Guck mal, ich trete auf dein Gemächt. Du hast nicht mal Polygonenmodell oder wie das heißt. Du bist nicht mal im Spiel. Du hast nicht mal Kollisionsabfrage. Ja, Kollisionsabfrage. Du hast nicht mal eine Kollisionsabfrage, du Bastard. So, dem haben wir es gegeben. Deine Mutter ist so fett, sie hat eine eigene Kollisionsabfrage. Ich habe zwar keine Ahnung, was das bedeutet, aber haben wir noch mal so einen Joke gemacht. Klingt solide. Direkt ins Best-of. Oder darf man das noch sagen, auch wenn ich irgendwie bestimmte Mütter dann? Ich weiß ja nicht. Ich distanziere mich von diesem. Ich auch. Simon, warum sagst du sowas? Wer hat das da reingeschnitten? Ich bin noch mal schnell distanziert. Schnell abgetaucht. Mit meinem Bild. Ich möchte, dass mein Bild getrennt wird jetzt. Mein Bild im Bild muss bitte woanders sein. One of my men has died. The creature got him. Well, the SEAL team has arrived. Is that so? I know it's tough, but try to return to the CCD area as soon as possible. Escape with the other survivors. You should have a map in your PDA. Roger. Mayor, thanks to you, we're safe from nuclear danger. Well done. Auch sehr. Einer meiner Männer ist tot. Oh, ja, okay. Jedenfalls, die Leute sind da. Komm mal rüber. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Leute, die es gesprochen haben, nicht mal wussten, was da noch kommt. Ach, meine Güte. Was quasi der Gegenüber sagt. Mein Gott. Ich glaube, sie ist tot, Jim. Sie ist tot, Jim. Da ist aber noch jemand. Ah, okay, das war dumm von mir, dich so in Sicherheit zu wiegen. Alter. Es war auch blöd vom Spiel, sowas einfach zu machen. Okay. Also, ein Safe wäre ganz geil. Eine gute Map würde anzeigen, wo du gerade in diesem fucking Raum bist. Damit hast du irgendwie die Antwort dir auch schon gegeben, ne? Ja. So, oh, du hast noch 12. Ja. Was auch immer das ist. 12. Du hast noch 12 Rest. Das ist, glaube ich, die Luft in dem Raum. Ja, ja, nur was bedeutet 12%? Oder wie? Naja. Das sind 12 Stickstoffatome. Eieiei, 2 habe ich nur. 2 ist echt nicht viel. Was jetzt? What the fuck? Warum geht die Tür runter? 1, ja, kannst du Luft reinmachen? Ja, geht das nicht? Wollte ich gerade. Shit. Okay, jetzt wird's eng. The gate is down. Einmal die Wand abklicken. Ja, ich habe hier noch mein Atemgerät. Da links, das links, linke funktioniert. Das grüne, glaube ich. Ja. Passiert nicht. Ich hätte gedacht, dass es das hier hinten ist, aber ich geh auch da gleich wieder raus. Der will nur verhindern, dass ich da durch die Tür gehe. Das ist der Lockdown hier. Ja, okay. It's a trap. It's a trap. Es ist ein Trap. Immerhin geht die Decke nicht runter. Ja. Ey, bei dem Spiel würde es mir aber nicht wundern, hier geht nicht die Decke runter, sondern der Boden geht drauf, weil wir sind nicht Resident Evil. Wir haben alles gehabt. Habt ihr nicht gesehen, der Boden ist nach oben gegangen. Ja, das ist komplett brand neu. Da bist du, glaube ich, hergekommen. Da bin ich her, ne? Der Pool. Der E-Pool. Wie so ein E-Scooter, wie ein E-Scooter-Brand. Ja. Ich muss noch das Wasser runtergeladen. Komm auch du in den E-Pool. Das Wasser muss noch runtergeladen werden. Oh ja, genau, da hat jemand gerade, bei Twitch hat jemand geklippt, wie du deinen krassen Skillshot hattest. Oh, mein Blattschuss. Oder war nicht Hirsche? Ja, diese Zombie-Hirsche, was auch immer das war. Ja, du wärst ein guter Jäger. Joe Rogan wäre stolz auf dich. Wäre stolz auf mich. Ich glaube, ich bin nicht konservativ genug für ihn. Als Jäger bist du auf jeden Fall richtig. Na? Na? Oh, ich hör's doch. Kannst du nicht noch? Ne? So war das doch. Ja, ich hab jetzt diese Enemy Search Funktion angemacht. Da hatten die Leute in den Comments letztes Mal geschrieben, das ist wohl die Autosuche, aber sie klappt nur bedingt. Also ich glaube, ich kann immerhin Leute auf dem Boden damit anballern. Level 1 Junk Key. Habe ich sowas? Nein, natürlich nicht. Aber ich kann nicht vernünftig damit zielen. Kann ich diese Karte mitnehmen, die an der Wand ist? Bestimmt sehr hilfreich. Das ist alles anders als erwartet. Wir sind kein Resident Evil. Bei uns hängt die Karte an der Wand. Mach mich alles fertig, ey.
Ja, so ein das Spiel hat leider wirklich, das wäre cooler, deutlich besser, wenn es einem mehr den Weg zeigen würde. Man wäre ohne Scheiß, man hätte mehr Entertainment. Es hat leider keinen Charakter im Leveldesign, das ist so ein bisschen schade. Warum? Ich weiß nicht, es ist, als hätten sie es gespielt und gemerkt, ja, das dauert doch recht lange, da kriegen wir das Spiel auf 10 Stunden, ist doch okay. Schau dir das auch mal an. Ohne aufs Gameplay zu achten. Diese Gänge hier, ja? Klar, ich kann die Karte zuschalten, die super nichtssagend ist. Was ist jetzt noch mal ein Passageway? Area 1F2? What? Ja. Wie auch immer, wo bin ich gerade, vor welcher Tür stehe ich? Aber, was ich heute noch weiß, a Dining Room. Das ist wirklich, ja, ich würde es gerne nicht mehr wissen, ich würde es endlich wissen. Ja, diese ganzen Zitate und alles. Ich krieg die teilweise wie 100. Ich kann gar nicht so oft diese Zitate sagen, wie sie mir in den Kopf kommen, weil mir selbst der Filter sagt, nee, jetzt reicht's, du kannst es nicht 100 Mal am Tag sagen. Aber mein Kopf lässt mich damit nicht. Einmal will ich noch, wenn die Restaurants mal wieder vernünftig aufgemacht haben, irgendwo reingehen und sagen, ah, Dining Room. Ja, das werde ich das erste Mal, wenn ich in einem Restaurant wieder bin, sagen. Ist die neu? Das sind die, oder sind es die beiden von eben? Ja, das ist die eine, die wir schon hatten. Ja, aber kommen die wieder? Ja, eigentlich nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Also hier war ich noch nicht. Was? Lebt er noch? Ja, er hat noch so ein bisschen Geist in sich. Da, jetzt nicht mehr. Dann kann ich durchlaufen. Ich brauche einen Safe und einen Aufladeraum. Vielleicht hier. Medical Industry. Das finde ich gut. Bin froh, dass du spielst, weil du bist da echt noch ein bisschen Map. Ja, ich war zumindest kundiger. Jetzt noch drin. Also es hat geholfen, dass ich den Spiel schon verloren habe. Sonst wären wir so aufgeschmissen gewesen. Ey, das muss. Okay. ERS, I'm saved. I couldn't get out of here because of the laser lock. How do you unlock it? Make it so that the laser can be seen. There's always a way to beat technology. How? The fastest way is insecticide spray. There should be a manual somewhere that we made. Stay here until I start up the air system. Please. Was gerne auch hier wieder ein bisschen lauter wäre, Regie. Weil ja, man hat es leider die nicht. Die Cutscenes haben leider keine Untertitel, flüstern also, leise vor sich hin. Er will vielleicht auf jeden kann der Fall, Chat uns mal sagen, was die gesagt haben. Grob habe ich es mitbekommen. Okay. Hier, ich muss an dem Laserschutzsystem vorbei, aber ich kann die Laser nicht sehen und ich muss es irgendwie schaffen, die sichtbar zu machen. Hier sind hier schon Laser? Meint er das damit? Vielleicht meint er einen anderen Raum, oder? Oder wenn, dann ist es diese Reihe, genau, dieses, was so hier aussieht. Kann ich, hier kann ich Chemikalien so mischen. Soll ich es mal versuchen? Ich habe mich gespeichert seit dem Endboss, aber. No? Ja, glaubst du, dass man da einfach stirbt? Das kann doch nicht sein, oder? Oh Gott, ich geh jetzt da rein. Okay, das war's nicht. Das war halt einfach komplett gar nichts. Das sind dann andere Laser. Und hier ist nicht mal was. Nein, das ist eine Toilette. Links ist klein und rechts ist eine Toilette. Naja, im Grunde ist überall eine Toilette. Wasser. Nur du musst entscheiden, dass da eine Toilette ist. Eine Toilette, über die Toilette entscheidet der Produzent sozusagen. Das rechts ist offensichtlich wichtig, da hängt eine Jacke. Ja, das ist die kannst du dir anziehen, dann bist du Professor. Das ist so ein Simpsons-Joke, ne? Also Homer Simpson ist in einem. Oh, Level was war das Level? Ja, hier, Level Key. Das Junkie. Oh, der Junkie ist das wahrscheinlich. Der Junkie. Der Junkie, hier steht er Junkie. Ja, der Junkie. Das ist so ein Homer Simpson-Gag. Der ist irgendwo in einer neuen Wohnung und sagt so, übrigens, ihre Toilette ist verstopft. Und dann sagt, wir haben keine Toilette. Und dann geht er ganz schnell aus dem Bild. Immer gut. Hey, es gibt leider auch zu viele Bilder, wo Leute bei Ikea oder so, ne? Ach Gott. Deswegen steht da ja auch bitte keine echte Toilette. Ja. Das also, ist nur zum Aufstellen hier. Sollte man meinen, dass jeder das weiß, aber die haben es nicht ohne Grund extra nochmal draufgeschrieben. Mindestens einmal. Hör mir mal zu, Roswitha. Du bist nicht die Erste, die sich in ein Scheißbett in Ikea gelegt hat, um zu gucken, wie weich das ist. Stell dir mal vor, was da für eine Sülze überall drin ist, wo du dich da reingelegt hast. Ja, der schmutzige Alltagsschmodder der Leute. So. Ikea Toiletten fragt Babadook im Chat. Ja, die, wie heißt das? Köttbula? Oder so? Ja. Der schwedische Begriff? Kottbüller, genau. Der hat wieder ein bisschen Kottbüller gemacht. Ich finde die aber gut. Ich mag komischerweise dieses Ikea-Essen, auch wenn es wahrscheinlich Schrott ist, mag ich es auch. Es hat irgendwie was Besonderes. Researcher's Diary. Okay. The special federally founded closed area insecticide break nest. Was auch ja, lies mal vor. Soll ich vorlesen? Soll ich? Wenn du nicht willst, also, ich mach's doch. Also. Insecticide research project break nest has again hit the wall. We still haven't been able to find a formula that isn't harmful to humans. Ich wusste, dass es jetzt irgendwann zu. Humans! We are in the final stages of tech. Ne, es sind Wissenschaftler. Es sind Wissenschaftler. Ja. Wo haben die Amis ihre Wissenschaftler her? Alle direkt aus dem Führerbunker. Exo, für alles ehemalige Deutsche. Stimmt so ist das. Also ja? Du kannst ruhig mit so einem deutschen Akzent du vorlesen, nur Adventure. Ja. Drug A and Drug B, jetzt kann ich es nicht mehr. Official names will remain confidential, that's
Ich lese vor, aber ich verstehe nichts. Das ist das Gute. Halt zwei Drogen, also zwei Medikamente, okay, we're getting experience. Okay, und was. Also, das ist krass. Ja, sie experimentieren und die Menschen da. The fumes of the new insecticide are extremely harmful, possibly deadly to humans. Also, aber auch hier nochmal. Also, das Insektenmittel, was sie entwickelt haben, ist A, überhaupt wirklos für Insekten und B, tödlich für Menschen. Das ist minus 100%, was wir erreicht haben. Das genaue Gegenteil. You did everything wrong. Ich meine, warum ist dann überhaupt als Insektenmittel. Naja. Naja, auf jeden Fall hat er. Oh, Chemical A, auf jeden Fall hatten wir so eine Chemie-Mischstation, wo wir wahrscheinlich Chemikalien hier zusammenmischen können. Finden wir hier noch was? Das richtige Wort ist Chemikalien. Wie Cayenne? Der Cayenne, den man sich so. Den man sich hier reinpfeffert, denk meinst ich, du? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist. La sopa está muy caliente. Oh, wie viele finde ich denn hier? Liest du gerade in Spanisch, während ich hier. Das ist ja krass. Diese, ja. So, finde ich jetzt immer wieder den gleichen? You can't. Oh, ich habe das. Da hast du gerade 12 von den Dingern, oder? Ja, ist das geil? 8. Das war ja auf jeden Fall ordentlich. Use. Das ist hier vielleicht unendlich. Naja, wir haben ja gerade gesehen, dass es endet. Geil, machen wir mal. Volle Energie. Wie, Moment, ist es wirklich unendlich? Ja, geil. Geil. Ab jetzt wird's abusive, wenn du, also wird's irgendwie zu einer echten Droge, wenn du. Perpetuum drogile. Perpetuum drogile. Genial. What the hell? So, okay. Ja, ich habe den anderen, ich habe jetzt den Junkie. Ja. Ich kann ja nichts dafür. Ich muss die ganze Zeit an Chappelle oder so denken. Ah, Chappelle Show. Herrlich. So. Macht mich fertig, ey. Na? Ich meinte Kajal, nicht Cayenne. Ach, Leute. Kajalpfeffer würde ich aber nicht nehmen. Nee, es wird alles kompliziert. Sobald man. Man muss akzeptieren, wenn man es erklären muss, hat man verloren, hat man es falsch gemacht. Die ist tot, Jim. Aber ich habe bisher keine Gelegenheit gehabt, nachzuladen irgendwo. Aber warum hat die so einen komischen Krustenbikini? Hier war, wo das zugemacht hat, ne? Also irgendwo in diesen Storage-Dingen ist normalerweise so dieses Waffenaufladen und Saven und alles, aber bisher nichts hier gewesen. Nicht mal am Anfang von dieser scheiß Area. Hier ist die Geschichte wieder. Ja, oh, aber immerhin doch, warte mal, ein Schrank für Munition. Einmal voll, bitte. Voll tanken. Einmal toll tanken. Einmal die 0 und einmal die 3. Ja, jetzt geht's wieder runter. Lässt mich einfach nicht hier durch. Aber dann nehmen wir die andere Tür. Immerhin haben wir. Ja, aber die andere war auf jeden Fall richtig. Ja. Aber saven lässt du mich immer noch nicht, ey. Arschloch. Was sagt denn eigentlich der Chat? Das ist immer so ein bisschen, wir kriegen ja immer nur so einen kleinen Ausblick hier. Ich muss mal ein bisschen größer machen wieder. Die Leute haben auf jeden Fall Spaß mit dem Spiel. Ich hätte das ja eigentlich gar nicht gedacht, aber sowohl, vorhin hat das jemand gesagt, dass dieser Grafikstil irgendwie schon wieder was Charmantes hat. Wir haben das ja auch ein, zwei Mal gesagt. Also mittlerweile ist es ja schon belustigend, wie scheiße es aussieht. Und man sieht es nicht mehr als einfach nur hässlich an, sondern es ist auf eine abstrakte Art schon wieder schön. Es hat auf jeden Fall was, ja. Also, aber man muss da gewesen sein, glaube ich. You had to be there. Yeah. Ja. Da ist die Junk-Area. Jawohl. Jetzt will ich aber auch mal, jetzt muss wieder was passieren. So, das eben mit dem Boot war schon eigentlich ganz gut. Das war schon krass, dass wir die zweite Hauptrolle jetzt hier. Ah nee, zweite Hauptrolle war hier die Wissenschaftlerin mit ihrem Affentier. Ne? Ich hoffe, dass der Typ in dem pinken Hemd überlebt. Das finde ich. Der muss überleben. Der darf überleben. Okay, also, am Ende dieser Tür war Junk Key Number One. Ja. Auch eine Unannehmlichkeit, dass er das nicht automatisch benutzt. Irgendwie nervt mich das. Unnötig kompliziert, aber warum? Was könnte überhaupt jetzt in der Junk Area sein? Was, einfach nur Müll, oder? Also, bin gespannt, was da ist. Junkiana Sisters. Aber ich weiß gar nicht, was wir suchen. Okay. Ah, steht auch unter Wasser, okay. Oh Gott. Jetzt musst du aber mal ganz schnell. Ich konnte auch nicht. Er braucht auch eine halbe Ewigkeit bisher. Es ist nur authentisch. Das war's schon wieder. Ein Schuss. Dann würde ich das Ding eigentlich immer benutzen. Die ist für unter Wasser, ist die auf jeden Fall. Ja, nur, genau, aber die wäre eigentlich auch ohne Wasser ganz geeignet, finde ich. Clean Room.
War ich gerade? Worker Squad. Ich würde sagen, dass alles, was du im Wasser benutzen kannst, kannst du auch ohne Wasser benutzen. Der chillt da einfach rum. Der nächste Raum ist voller Wasser? Der nächste Raum ist voller Wasser mit Zombies. Ich hab doch gerade die Tür aufgemacht in diesen Raum und hier ist alles völlig trocken. Also null Tropfen Wasser sind mitgekommen. Man sollte annehmen, dass es zumindest eine kurze Unannehmlichkeit ist, dass der Teppich zumindest nass wird. Was? Und der guckt auch hier so, wackelt mit dem Bein. Er sagt nicht mal was, ne? Speichere das mal ab. Pipo! Ich kann nicht mal abspeichern hier. Ich kann nur die Luft aufladen. Wo kann ich denn speichern? So, komm, geh mal. Was sagt er? Say, what's going on here? Ich höre Explosionen, da sind überall Monster. Ich glaube, ich werde verrückt. Ja, also, wir denken das mittlerweile auch. Oh, ein Bob Picture am Bock. 10.25. 10.25, das müsste, merkt ihr euch. Nein, ich glaube, das ist die Uhrzeit. 10.25 Uhr ist sein Geburtstag. Ja, hier, und wo ist sein Passwort für seinen Computer direkt daneben? Ist auch 10.25 Uhr. E-Mail von Pedro. Vote for Pedro. Ist das nicht ein Album von Kanye West oder so? Ja, ich glaube ja. E-Mail von Pedro? Nee, nicht E-Mail von Pedro, aber du hast. Verdammt, wie ja, ah, das ist vor kurzem erst rausgekommen. Pablo, irgendwas Pablo, mit Pablo. Pablo, irgendwas, ne? Ach, ja, wir sind so dumm. Vor 10 Jahren oder so. Gregor, Mann, es ist vorbei, wir sind nicht mehr cool. Wir sind nicht mehr cool. Der Prompt-Chat, ihr wart nie cool. Ja. Prompt zu uns. Aber wir haben das Potenzial, cool zu werden. Lass uns in dem Irrglauben. Wir haben noch ein paar Jahre. Wir haben noch irgendwas. Das Potenzial ist immer noch da. Es ist naja, wenn wir, ganz ehrlich sind, am Ende werden wir alle ziemlich cool, weil keine Körperwärme mehr da ist. Das ist wir werden nämlich alle sterben. Wir werden alle uncool sterben. Life of Pablo. Danke, Nesis90. Life of Pipo. Der MVP dieser Minute. Hallo Bob, lass uns heute ein anderes Pokerspiel haben. Ich konnte nicht viel schlafen nach dem letzten Mal. Okay. Übrigens, dein Insektenmittel wirkt nicht. Ich glaube, ich muss von vorne anfangen. Ja, also bei 100% Fail würde ich auch sagen, ja, es ist komplett tödlich gegen alles außer Insekten. Fang neu an. Wir haben aber ein 100% tödliches Menschenmittel gefunden, ne? Genau, das ist eigentlich nur ein PR-Problem. Du hast eigentlich nur eine falsche Zielgruppe. Du musst einfach das Label einmal. Der eine an dem 100% gegen Insekten, machst Menschen drüber. Klack. An diesem Punkt der Entwicklung würde ich wirklich sagen, wir machen einfach ein anderes Label drauf. Ja. Alter. Ich schätze, eigentlich musst du es an die Insekten verkaufen. Das ist eigentlich deine wahre Zielgruppe. Oh nein, da kommt der Mensch wieder mit der Fliegenklappe. So eine ganz kleine Wolke. Ach, Gregor, ey. Ach, Gregor, genau so. Und dann, aber Umschnitt. So, wir sehen die so super animiert, die Fliege, ich hole die Kleine raus, guck mal, die kommt in Slow Motion, die Fliegenklatsche. Ja, ich hab ihn. Ja? Und dann schaltet sie aber in Realität um und sie ist einfach nur mit Zzz, plopp. Ja. Fertig aus. Ah, ich wünsche, wir würden noch Game One machen. Ne? Ja, wir würden noch eine Sendung machen. Ah. Ich schätze, das wird mich hier einige Zeit festhalten. Ich habe mich erinnert, dass man Mission. Ist das nämlich your Birthday? Okay. 10 zu 25. Was immer das heißt? 1 zu 25? Also Mixing Reality 10 zu 25? Ja, du kannst wahrscheinlich auswählen. 10 zu 25 oder 1 zu 2,5. Wollte ich gerade sagen, ja. No wonder it's bad. Ah, es ist wieder ein Geburtstag. Kein Wunder, dass es schlecht ist. Also gedisst wird er auch noch. Er hat nicht nur ein absolut untödliches Insekt erfunden, sondern wird auch noch gedisst von den Mitarbeitern. Aber würdest du eine Arbeit... Brazilian Stallion, Pedro Gawson. Würdest du eine Arbeitsmail, egal wie gut du dich mit deinen Mitarbeitern verstehst, mit der brasilianische Hengst unterschreiben? Du hast ihn gesehen, Ich nehme an, ist es der in dem lila Hemd und so? Ist er das? Nein, der hieß anders, der ist anders. Pedro ist, glaube ich, der war ein Franzose. Ja, Lila war Franzose. Der hat auf jeden Fall die Station gebaut. Pink Panther. Bedeutet der brasilianische Hengst hier, dass er in Brasilien gemacht hat? Also so von wegen hat er sich einen machen lassen? Das heißt, unten ist der Landebahn frei, oben auf jeden Fall. Du weißt. Du kennst diese aus dem Internet, ja. Für Tinder hat es doch auch geklappt. Das ist eine gute Idee, wenn du nicht erkannt werden willst bei Tinder. Das Pferdekopfding. Weil die Leute werden zwar sagen, ich weiß nicht, wie er aussieht, aber der Rest ist okay. Aber den Streifen erkenne ich immer wieder. Den Streifen erkenne ich. Ja, kannst du dir so ein ID, egal. Okay, 2 zu 1 ist die jetzt Ratio. Jetzt verstehe ich, warum wir letztes Mal nur 15 Minuten wirklich in-game vorankamen. Ja, aber ich bin trotzdem gut dabei, glaube ich. Es macht mir auch Spaß. Wir können ja auch schon mal ein bisschen anteasern, dass wir schon auch darüber reden, dass wir demnächst wieder einen Slot haben mit Fabian eventuell, oder? Ist das korrekt? Oder sage ich was eventuell noch nicht spruchreif? Nee, also wir können nicht exakt sagen, ob es jetzt schon
schon in der, nein, erstmal nicht deactivaten. Ob das schon in der nächsten Woche klappt oder, und da liegt. Nehmen wir gerne mit, oh, der ist gut verdreht da. Ich warte mal, ich mach mal Pause, damit die Luft nicht runtergeht. Ich führe das gleich aus. Wir sind noch nicht sicher, wann es dann losgeht, aber Fabian stößt natürlich dazu, weil es ja unser Dreier-Slot ist. Und wir haben auch schon Überlegungen, spielen wir das weiter, machen wir was anderes und so. Also lasst euch da mal überraschen, kommentiert sonst drunter. Ich glaube, entweder wir haben schon ein paar gute Ideen oder ihr gebt uns noch ein paar gute. Ja. Das ist der Raum nebenan. So, wo der Typ auf der Couch sitzt und mit dem Bein wackelt. Auf der einen Seite ist überall Wasser und Zombies. Ja. Auf der anderen Seite liegt eine Leiche da einfach unten. Vielleicht kann man verstehen, warum er in der Mitte sitzt und einfach überlegt, was mache ich denn jetzt? Mach mich fertig. Es ist eine sehr seltsame Situation, in der man sich befinden kann. Aber halt auch, er kann ja wirklich, also, dass denn keiner der Entwickler dann gedacht hat, Moment, wollen wir nicht wenigstens noch eine Kammer einbauen, wo man den Druck oder so, weißt du, ist Druck nicht so schwer. Ja, irgendwie sowas. Eine Kammer, gehst hin, machst Druckausgleich, Wasser wird runtergelassen, zack. Ist doch keine Kunst, so. Das kann sogar ich. Ich habe ein bisschen Angst, hier diese Chemieanlage anzumachen, ohne dass ein Safe dazwischen gewesen ist. Eventuell, was weiß ich, es hieß ja, es ist ja komplett tödlich für Menschen. Ja, und das, also, dass du hier, dass es kein Safe Room ist. Ja, vielleicht wollen sie dir auch Angst machen. Oder wir haben ihn verpasst, aber das ist ganz komisch. Weil jemand fragt, das ist die zweite Ausgabe von Deep 4. Wir haben schon einmal 2 Stunden gespielt, aber nicht so wirklich viel. Ja. Also man bekommt viel Story mit, aber in den ersten 2 Stunden, aber nicht viel Spiel. Ich habe alles vollgemacht mit Luftgranaten hier. Ist auch geil. Also wenn es die Luft mal ausgeht. Na gut, ich mach das jetzt mal. 10 zu 25 ist das Mischverhältnis. Und ich habe nur eine der Chemikalien aber gefunden, glaube ich. Nee, Moment, die vierte? Haben wir schon. Ist das schon die vierte? Nein, das ist die zweite Session. Ist die zweite Session, ja, ne? Ist korrekt. Ja. Okay. Wir haben bisher einen Dienst. Dann haben wir vielleicht bei der Zahl irgendwas falsch gemacht im Teaser oder so. Ich habe Chemical A gefunden, aber wir brauchen ja ein zweites Chemical sozusagen. Ja, genau, die Drug 1 und Drug B. Vielleicht kann man aber aus der einen. Nee, du musst ja beide mischen. Ich müsste beide mischen, genau, was auch immer man damit erreichen soll. Da liegt eine Leiche davor. Ich habe echt Angst. Soll ich das machen? Ey, versuch's mal. Komm. Die werden einen nicht direkt killen, auch wenn es ein Spiel aus den 90ern ist. Das kannst du nicht machen. I see a trash disposal below. The trash is compressed. Okay. Was hat er jetzt gemacht? He's not moving. I think he's dead. Er ist schon ein Vater. Gerade vor kurzem wieder Otto irgendwie auf YouTube. Ja. Alte Otto-Videos auf YouTube gesehen. Das finde ich schon schön. Es funktioniert immer noch. Es funktioniert. Es ist einfach zeitloser Humor in gewisser Weise, ja. Ich glaube, man müsste mal Otto diese Videos zeigen oder so. Ich glaube, der hat es auch schon seit ein paar Jahren vergessen, wie das funktioniert. Naja, angesichts, dass er eigentlich immer dasselbe macht, seit 30 Jahren würde ich sagen, das ist aus dem Rücken. Ja, das geht gar nicht mehr durchs Gehirn. Also so gut die Otto-Sachen von früher sind, ja, ist natürlich auch ein Produkt ihrer Zeit. Macht er was Aktuelles? Also außer eine Wiederholung? Ist nicht irgendwie bestimmt irgendwelche Pandemie-Jokes oder so. Macht doch jeder Comedian, oder? Ich habe auch gesagt, keine Ahnung, ich guck nichts von dem so. Deutsche Comedians ist ja auch schwer. Was ist das für ein Sound? Ist das der Dude von eben? Der war sehr ungeduldig, muss ich sagen. Ja, gucken wir mal, ob der das war. Na, also ich würde mich nicht wundern, wenn er immer noch da sitzt und sagt, ja, okay, hast du gut gemacht. Das war er wohl. Okay. Deswegen haben sie ihm auch keinen Text gegeben. Ja. Ja, bin ich schon tot? Nein, noch nicht. Gut, ich schaue mich erstmal hier kurz um. Sag mal, dürfen wir eigentlich schon über unsere Synchro-Karriere nächste Woche reden? Ich glaube noch nicht. Ah, das ist aber eine Schande. Aber noch nicht. Ich würde mir wünschen, wir dürften jetzt schon darüber reden, was wir da machen, dass wir da für diese eine Serie was synchronisieren. Ja. Weil diese Stimmen, die gehören auf jeden Fall in alle Ewigkeit gebannt auf Zelluloid. Moment, dann injiziere ich mir kurz das Stillhalte-Serum. Mach das mal. Yikes! Alter, der hat dir den Bauch aufgeschlitzt, die Sau. Schon wieder! Da kommt ja noch einer. Ey, dieses Aim ist ja wirklich furchtbar. Das ist. Oh. Ist das so gedacht? Das kann nicht sein. Dieser Schrei. Ja. Ist das gut? Okay. Das ist auch gameplay-technisch so gemein, einem so einen Gang zu geben.
Und dann halt die von oben dich auf dich zu und dann habt ihr es mal gespielt, euer eigenes Spiel? So mit diesem Auto? Ja, so? Das ist alles, schon interessant. Alles nicht geil. Naja. Aber ich habe zum Glück habe ich Medkits wieder gefunden, ja. Ich hoffe, ich habe wirklich nicht irgendwo jetzt. Oh, das ist schon wieder welche. Okay. Ich verstehe deinen Druck. Ich werde. Alter, baller einfach drauf los. Ich glaube, mit 100 Schuss machst du dir wenig Sorgen jetzt. Oh. Sag mal. Immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Wie soll man denn hier was erkennen? Gut. Oh, die. Du machst das. Die sind auch wirklich. Du hast also noch die, genug Zeit. Die Uzi so ist so ein. Ja, ich weiß. Mach dir keinen Stress. Die Uzi ist wirklich lame hier. So. Und auch zielen und alles. Arsch. So, lebst du noch? Nee. Aber hier ein Safe-Raum, oder? Ach Gott, hör mal auf damit. Ach, endlich. Das erste Mal saven können nach einem Boss von einer Stunde. Ich hasse euch alle. Bisschen unfair, ja. Aber du hast es dir echt gut verdient. Ich finde, ne? Hast du gut gemacht. Ja, wir können ja gerne, noch bis zur Werbung, kann ich ja gerne noch spielen. Wenn du ja, willst, kannst du gerne weitermachen. So, oh Gott. Mach mir das fertig. Chemical Treatment Room. Der chemische Tretminen Room ist das. Also gut, da kannst du ja drüber schwimmen. Ey, ich verstehe diese Logik nicht, wie ein Raum komplett unter Wasser sein kann, auf dem gleichen Stockwerk und der andere nicht. Sie ersparen dir einfach den Raum dazwischen. Reduktion aufs Wesentliche. Oh, vielleicht ist das tatsächlich der Gag. Ah, Chemical B, jetzt habe ich beide. Oh, Mischi, Mischi. Wie hast du mich genannt? Und warte hier, mal, was genau, da ist doch. Na, leider nicht. Ach, die Luft war von dir, das sah so aus, als käme das aus der Jacke. Ja. Nee, die Luft ist meine. Die Luft ist noch, Luft noch ist meine. Die Luft ist mein. Die Luft ist rein. Du altes Luft Schwein. Du altes Schwein. So, du dein Luft sein. Ist mein. Ah. Ich akzeptiere es einfach, nur es ist schwer. Ah, Level 2 Junkie. Dann mischen wir die Muscheln. Ich meine, die Chemie. Mischen wir die Muscheln. Na, wer hat den grandiosen Satz geprägt? Ja, da mischeln wir die Muscheln. Das klingt wie ein Fußballer. Nein, das ist aber Holländer, ist schon richtig. Weil du denkst, so Fußballer. Ach, dann kann es ja nur safe Dings sein. Ach, ja, Rudi Carrell. Nein, fast. Wir hatten Rudi Carrell. Wer war der andere einzige Holländer im deutschen Fernsehen, der was wert war? Preis ist heiß? Ja, der Heidi, der Weinfurt. Ach, der Schlimmfast. Ja, stimmt. Es war, gibt's heute immer noch? Nee, gibt's gar nicht mehr so viele. Meinst du Schlimmfast oder Harry Weinfurt? Nee, ich meine so Game Shows? Holländer im deutschen Fernsehen. Also da fällt mir jetzt gar keiner ein. Das war früher eine Institution. Es gab ja, immer mindestens einen. Jetzt hast du Sylvie van der Vaart. Ich glaube, die New Kids haben es beendet einfach, ne? Die ja. Schade. Warum eigentlich? Ich finde immer noch dieser New Kids Gag. Ich glaube, der ist aus dem ersten Film. Und alles geht so zusammen. Es beginnt zu eskalieren und du merkst, okay, jetzt kommt eine riesen Action-Sequenz. Schnitt. Die Developer sozusagen des Films sitzen mit den Bezahlern, irgendwie den Produzenten am Tisch. Und dann, Geld ist weg, so. Bis wohin hat das Geld gereicht? Ja, bis hierhin. Und dann sitzen sie. Aber dann wird aus dieser Geschichte eskalieren sie dann trotzdem und kämpfen. Also, es ist so ganz weird. Ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht. Aber für diesen Gag feiere ich alleine den Film immer noch. Und natürlich die Serie. Ich habe meiner Freundin es versucht zu zeigen. Ja. Ist nicht angekommen. So ein großer Feuerball, Junge. So groß. Da irgendwie dieses Überfahren werden, das ist eine zutiefst männliche Gag. Quelle. Es ist Frauenfeindlich. Weißt du, ich glaube, ja, einerseits hast du die Diskrepanz, aber du musst, glaube ich, vorbelastet sein, was so ja. Speziellen holländischen Trash-Humor angeht, weil du musst die Flodders vorher geguckt haben. Wenn du da so bist wie ich, da hast du Flodder-Filme rauf und runter geguckt. Zumindest die ersten beiden. Der dritte ist nicht so gut. Ey, die Flodders, das waren alles so geile Filme, Mann. Ah, das ist so dieser ganze Trash, den man irgendwie damals hatte. Naja, Familie gibt's heute auch, aber das ist nicht mehr so wie damals. Ja, Trash von heute ist nicht fun. Wobei, wir haben ja doch unsere Trash-Experten bei Game 2.
Ne? Das ist nicht so hier Colin, Tim Heinke und so, ne? Ja, definitiv. Da landen sie dann, die Trash-Fans. Ich kann mir auch keine, also das meiste, was ich mitbekomme heute vom Fernsehen, ist, wenn Kalkofe mal so seine Jahresshow oder sowas macht, ne? Wo du siehst, das ist hierzulande gelaufen. Ich frag mich, warum man nicht einfach einen TV-Sender macht, der Trash-TV heißt. Ja. Ich meine, das ist wenigstens legit und dann weißt du auch, was du machst. Dann kannst du auch völlig aus Stolz sagen, wir machen Trash-TV, so wie die Bild oder so. Die wissen ja, dass sie Bild machen. Ja. Die wissen bewusst, dass sie Bild machen und dass das Bullshit ist. So. Aber die stehen dazu, wäre vielleicht das Falsche. Ja, die kriegen genug Geld, dass da keine Moral eben sein muss. Genau, die geben das so einfach an der Tür ab. Und Trash ist ja in dem Sinne auch dasselbe. So, du sagst, okay, ich mach Trash-TV und dann own ich das. Naja, na gut. Verlaufen wir uns gerade oder finden wir die Zeit? Ich habe ja jetzt diese beiden Chemikalien, die Mischstation war hier irgendwo. Ach, die Mischstation. Hier gab es doch so eine Mischstation. War das die mit dieser, wo wir auch den Text gefunden haben, wo du dachtest, da wären die Laserstrahlen? Ich glaube. Ich geh noch mal zurück, weil du hattest zwar jetzt dieses Containment, was wir aufgemacht haben, aber ich glaube, das war eher dafür, dass wir Chemikalie B bekommen. Ansonsten, irgendein Experte im Chat hat bestimmt die Komplettlösung auf. Ich meine, das Spiel kennt er in- und auswendig. Es ist wirklich weird, dass ich dieses Spiel aber. Oh, Luft. Ui. Dass ich dieses Spiel null erinnere, obwohl ich mich an markante Momente erinnern kann, aber das ist halt nichts, was man sich merkt. Also als Spieler meine ich. Und es ist halt auch 20 Jahre her, aber eigentlich müsste ich als Experte hier ein bisschen helfen. Hm. Ja, ich kreide dir da aber nichts an, das würde jeder vergessen oder vergessen wollen. Ah, ist das der richtige Raum? Nee, das ist Storage. Ich wollte zum Medizinraum eigentlich. Medicine Room. Oh, weil ich es gerade im Chat sehe und wir gerade warten. Und jemand fragt, ob ich Invincible gesehen habe. Hast du das gesehen? Nur die Memes bisher. Guck mal, Invincible. Soll aber ganz gut sein, ne? Das ist wirklich gut. Das ist echt gut. Irgendwie glaubt man das am Anfang gar nicht. Und du denkst, ach, ist eine Serie, die kommt irgendwie gefühlt 5 Jahre zu spät. Aber, also nee. Wenn du die erste am Ende geht und so, und dann die Staffel an sich, das hält die Spannung. Also cool. Bringt es genug anderes als The Boys? Weil noch so eine. Ja, es hat eine gewisse Ähnlichkeit, ja. Ähnlich so wie dieser hier, Legacy, was auf Netflix gerade abgeht, Jupiter's Legacy. Mhm. Das ist alles so ein bisschen derselbe Kosmos, diese drei Serien, aber alle machen eine Sache anders. Grob gesagt jetzt mal. Alle machen so eine elementare Sache anders. Finde ich ganz cool, kann ich sehr empfehlen. Ich will aber nicht spoilern, welche, weil das natürlich für dich dann ein Spoiler wäre. Ja, brauchst du nicht. Aber ich kann alle diese drei, wir reden jetzt gerade im Badabinch wieder drüber, nicht sehr empfehlen. Finde ich. Moment, geht das hier? Nein. Gut, dann war ich doch vorhin richtig. Egal. Mann, dieses Spiel hat echt ein Problem mit seiner Orientierung. Und das sind nicht nur wir. Das ist zum Teil wir, aber es sind nicht nur wir. Wir machen es nicht besser. Wenn jetzt jemand sitzen würde, der wirklich Ahnung hat, so, dann wäre das in wahrscheinlich der halben Hälfte der Zeit gelöst. Also, da ist die Junk Area, das ist da, wo wir unter Wasser sind. Das ist die Medicine Area. Ich wollte eigentlich mal zum Medizinraum zurück. Second Floor, okay. Naja, wenn die Gelegenheit da ist, also ich will mir zumindest mal eine Folge angucken von Invincible. Weil schien ja. Bitte mach das. Allein. Ist das von Kirkman oder so? Also vom. Oder kriege ich das durcheinander? Nicht vom Walking Dead-Macher oder so, ne? Von Robert Kirkman. Jetzt, wo du sagst, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das, was du meinst, ist vielleicht was anderes. Ja, irgendwas, ich der hat doch. Nicht Invincible. Ach nee, ich denke wieder an was anderes. Das mit dem. Dieser Splatter-Endzeit-Comic, wo der eine Typ Leute mit dem abgetrennten Pferdepenis haut. Guck im Chat, das wird bestimmt jetzt nochmal. Ich zweifle nicht daran. Doch, ich glaube schon von Kirkman. Okay, ganz viele Leute sagen es von Kirkman. Ich muss sagen, ich kenne diese Verbindung nicht, aber ja, gut zu wissen. Und danke, Chat. Da müsste ich mir die anderen Sachen aber nochmal angucken. Ja, also, wenn ich nach Kirkman suche, finde ich dann. An welchen Comic denke ich denn da? Ne? So Endzeit-Splatter und da läuft irgendwie so ein Typ rum, der Leute mit einem Pferdepenis. 10, 25. Garth Ennis, The Cross, das meine ich, ja. Ah, okay, ich bin immer voll zu haben für jede Art von geilem Tipp, ey. Immer her damit. Ich kann im Moment aber auch gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Es gibt so viele Superhelden-Serien zum Beispiel. Und da versuche ich mich dann schon nur noch auf die Exploded zu konzentrieren. Oh, ich mag jetzt mal mit Doom Patrol. Doom Patrol, ja, da würde ich auch bei gerne reinschauen. Einfach wegen Brandon Fraser, habe ich gehört. Ja, aber es ist auch wirklich, die hat Herz. Das ist nicht alles ist originell, aber vieles ist weird. 10, 25?
Nee. Oh, das macht mich fertig. Das musst du das auch noch? Ich muss das timen. Das ist Timing. Das macht mich fertig. Alter, wer macht das denn bei einer Chemikalie, die dich irgendwie, dir das Hirn weg, die alle Menschen schmelzen kann? Ja, mach mal einen Random Generator, der nach oben muss ja, halt timen. Also Leute, nicht, dass ihr denkt, dass ich blöd bin und nicht die 25 von der 23 unterscheiden kann. Du musst wie beim, das ist wie ein Golfspiel. Ich muss den Schwung anhalten, genau auf der Zahl. Ey, die haben es wirklich maximum dumm gemacht. You created the insecticide! Okay, danke für die Tipps. Crossed werde ich mir angucken. Endzeit. Jetzt hat er sich verwandelt. Ich hab's gehört. Klingt ja so ein bisschen wie das Ende von, weiß ich nicht, Justice League oder so mit Endzeit. Keine Ahnung, mal gucken. Jetzt hat der Wissenschaftler hat jetzt gewartet, dass ich dann dieses Ding mische, um sich zu verwandeln. Also jeder ist hier im Arsch. Außer uns. Ja, wir waren schon vorher. Gut, dann können wir wieder runter. Dann will ich nochmal zum Safe-Punkt und von da aus können wir gucken, das, wo du hinkommst. Leute, ganz kurz, dieses Justice League-Ding ist in dem Sinne kein Spoiler, es ist einfach ein Meta-Gag des neuen Films. Du hast einen Meta-Gag gemacht? Es ist kein Spoiler, das kann ich euch auf jeden Fall sichern. Es ist einfach ein Gag. Das hört sich gerade an wie das neue Comedy-Album von Mario Barth. Ein Meter Gag. Ein Meter Gag, bitte. Ja, hier gibt's ein Meter Gags. Wenn sie irgendwo nochmal Kalle Pohl für ausgraben. Danke, Leute. Da freue ich mich auch drauf. Freitag kommt nämlich Love, Death and Robots, die neue Staffel. Oh, der zweite Staffel oder dritte schon? Ja, zweite. Und die erste war sehr kleinteilig und kurzweilig. Also ich habe meinen Netflix 4K auslaufen lassen vor langer Zeit. Das normale habe ich jetzt nur, aber dafür lohnt es sich ja. Das Visuelle war ja ganz cool, ne? Bei Love, Death and Robots. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür extra zahle oder nicht. Ja, wenn du das ganz teure bezahlst, dann zahlst du extra dafür. Ja, ich zahle so ein Familiendödel-Ding, weil dann bei mir noch Leute mitgucken und dachte mir, da ist es vielleicht egal. Dann müsste es sein. Wenn du dann irgendwie diese 16 oder 17 oder was auch immer jetzt im Monat ist, dann ist es mit drin, dass du 4K gucken kannst. Aber war ich mir zu geizig für. Ich hab auch mein Gags am laufenden Meter. Das ist auf jeden Fall, das ist so RTL. Gregor Katsios, Gags am laufenden Meter. Und Gregor kommt raus. Hey. Und dann erzählt von dem Spiel, erzählt das alle. Ja, mein einziger Gag wäre einfach, dass da so ein Maßband einfach weg, ein 1 Meter langes Maßband wegläuft. Ein Maßband. Am laufenden Meter. Ja, aber auch ein Maßband, der Mars. Und dann ist es aus, ja. Meinst du Mars den Schokoriegel oder Mars den Planeten? Ist egal. Ist beides. Machst du einfach. Es wäre immer noch besser. Allein das war jetzt schon können besser. Können wir den Samstagabend schon machen mit Gags am laufenden Meter? RTL, was ist denn jetzt los? Warum habt ihr uns noch nicht, wir werden auch nicht jünger, warum habt ihr uns noch nicht abgeworben? Ist ja nicht so, als ob wir uns nicht die ganze Zeit anbieten. Ich meine, heute wurde der Grimme-Preis, glaube ich, verliehen. Ne? Wie oft sind wir nominiert gewesen? Also nullmal! Wir beide sind einmal nominiert gewesen. Was? Für Game One damals. Ach so, das meinst du? Für den richtigen Grimme-Preis. Historisch meinst du? Okay. Historisch. Ja. Bevor jeder nominiert werden konnte für. Das war cool. Aber das war, glaube ich, so eine Entscheidung. Wir müssen jetzt denen langsam mal irgendeine Art von Nominierung geben. Ja, ja. Sonst wird es unangenehm, die fragen alle schon ständig danach. Und da bin ich immer noch dankbar. Das nehme ich sehr gerne an. Als es noch was wert war, dass überhaupt noch was ausgestrahlt wurde. Es war bereits eine Ehre, überhaupt nominiert zu werden. Genau. Und heute, wie viel Spiele mit Basis nominiert? Nichts. Nichts. Warum eigentlich? Ich meine, Future Club gibt's seit 50 Jahren. Nichts. Ey, ich finde, also da sind auf jeden Fall Sachen, die hätten alle mal was verdient, aber da kommen wir dann in 10 Jahren zu. Weißt du, was mein Problem ist? Ich habe mal viel zu wenig Senf in der Sendung. Ja. Ich müsste einfach jede Kamera mit Senf vollschmieren. Also mehr Senf hätte geholfen, ja. Und dabei bin ich ein Senf-Experte. Das ist merkwürdig. Du hättest deine griechischen Wurzeln, finde ich, hast du noch nicht genug rausgestellt. Ja, ey, Senf. Haben Sie schon bereit hier? Das ist sehr schön. Es heißt, wir müssen unseren eigenen Preis machen. Das ist doch eine gute Idee. Oh. Der Gimmi-Preis. Gimmi. Und Gimmi-Preis. Gib mir den verdammten Preis. Ich gebe mir selbst den Gimmi. Ne? Der Grummel-Award oder so. Der Rant-Award. Aber dann gewinnt Ede die ganze Zeit. Ja, Ede. Ich möchte was, wo wir auch mal gewinnen. Der Bart-Award. Warum hat nicht mal irgendeine von diesen, ey Leute, wenn ihr. Na doch, wir haben ja schon mit Philips und so zusammengearbeitet. Warum ist da noch nie einer auf die Idee gekommen? Das ist der Bart. Aber stimmt ja sogar. Danke nochmal. Ich benutze den übrigens immer noch. Ist wirklich wahr. Den Rasierer? Ja. Ja? Der ist gut. Der ist wirklich nicht schlecht. Sehr schön. Das haben wir nicht nur so gesagt. Anderes Thema.
Anderes Thema. Das ist doch gut. Da freuen die sich noch mal. Der Bohnen-Karl. Auch nicht schlecht. Bohnen-Karl, aber zu kompliziert. Der Beanstar. Beanstar? Tzatziki-Test? Ja, das ist zu spät jetzt. Ja, wir können jetzt nicht alle Soßen. Ich mag kein Tzatziki, habe ich schon öfter gesagt. In der Hoffnung, dass man vielleicht noch mal so einen Grimme kriegt, indem man jetzt aber eine andere Soße macht. Der große Ketchup-Test, der große Mayo-Test, der große Tzatziki-Test. Nee, Mayo-Test gab es schon. Da ist doch Ede gestorben, weil er die abgelaufene Mayo gegessen hat. Ey Leute, es tut uns leid, wir schweifen heute viel ab, aber das Spiel bietet auch verdammt noch mal nichts an. Wir haben auf jeden Fall die Chemikalie gemischt. Ich bin noch mal zum nächsten Safe gegangen. Wir machen kurz Werbung und wenn wir zurück sind. Das wäre die Werbung. Das noch mal? Ich will mal sehen, ob es auch schmeckt. Nach Orangensaft. Ja, nach Asbest. Ja. Aha, deshalb der. The Best. Da ist schon Best im Namen. Bis gleich. Das haben wir wieder. In Bayern sind wir angekommen. Ja, ja. Wir könnten vielleicht in Bayern sein. Das weiß ja, ich kann und ja. Diese kleine Ecke hier irgendwo. Ich kann ja nicht. Das, ja, jetzt bin ich in der Schweiz. Du auch, ne? Du bist doch Schweizer. Ich bin aus der Schweiz, ja. Ich bin kurz rüber über die Grenze, weil ich wollte zum Aldi. Weil die ist recht teuer bei uns, der Aldi. Ne? Wenn du da so viel Schweizer Franken ausgibst. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Dialekt hingeht. Es ist jetzt schon besser als alles, was ich produzieren kann. Aber dafür werden wir nicht bezahlt. Wir werden nicht bezahlt. Dafür. Weißt du, wenn ich Schweizerdeutsch badieren möchte, dann müsste ich einfach nur an Kurt Felix und um Paula denken, ne? Kurt Felix, ja. Das ist gut. Weil wenn ich an die denke, dann ist der. Vergiss es, jetzt bin ich bei Holländisch angekommen. Ne, doch, aber also ich kann es nicht, aber das klang schon so ein bisschen, ging schon in die Richtung. Das wäre eine gute Show, so wo Leute, die es halt so eher gar nicht kennen, müssen bestimmte Sachen machen und dann wird unter diesen Leuten, die alle Amateure sind, so ein bisschen Competition gemacht. Also ja. Florentin dürfte nicht dabei sein. Und die Sendung heißt Der Einäugige unter dem Blinden. Ja. Hast du da? Redaktion, Regie, seid ihr im Start? Hallo, hallo. Rummelpreis. Direkt, hallo, Slack. Der Gimmi-Preis, der Gewinner, das. Der Gimmi. Teilnehmer Nummer 1 für den Gimmi-Preis ist auf jeden Fall der. Wie hieß es? Schon wieder vergessen. So gut war die Idee, dass ich jetzt schon wieder. Ich hab sie jetzt schon vergessen, weil die so der gut Klüge war. Der Klügere gibt nach. Nein, das war die andere Show. Achso, der Klügere kippt nach. Ist, ja, das ist Hugo Eckenwalder. Der Schoner. Eigentlich auch ein Held von mir, muss ich sagen. Ja, Hugo Eckenwalder ist super. Ja. Ey, wie hieß das nochmal mit Heller von Sinnen? Alles nichts oder. Alles nichts oder. Ist wirklich eine meiner Top. Das war crazy. Man muss es nochmal sagen. Die Verrückten. Das, was ihr hier seht, wir sind ja recht nah beieinander, was nicht nur den Altersdurchschnitt angeht, sondern auch, wie wir aufgezogen wurden von der Medienlandschaft. Selbst aufgezogen haben, ja. Schau es dir an. Alles nichts oder, also Hugo Eckenwalder, wir sind genährt am Busen von El Bundy, ja, was es angeht. Jede schlechte Sitcom mitgenommen. Die frühen Simpsons. Die frühen Simpsons. Brillant, ja, frühen Simpsons. Die guten alle. No? Selbst Futurama und so ist ja mittlerweile Classic. Also ja, muss man auch sagen. Und das ist für mich eigentlich ja der Kram, der gerade rausgekommen ist vor 20 Jahren. Es ist echt krass so. Man merkt immer, wie alt man ist, wenn man seine Medien vergleicht. Und selbst Tutti Frutti, was weiß ich. Wobei, das habe ich nie gesehen, aber ich habe Tutti Frutti durch ein Schlüsselloch. Ich habe davon gehört. Ich habe wirklich durch ein Original, durch ein Schlüsselloch, habe ich das immer gesehen. Immer dann, wenn die Banane aufgetreten ist oder wenn ein Nippel zu sehen war. So. Ich sag mal. Ich habe zuletzt noch mal in eine Folge reingeschaut für einen Podcast. Ja? Ja. Einfach nochmal, weil nach Jahren, ist das ein Fiebertraum, woran du dich erinnerst bei Tutti Frutti? Oder ist das wirklich so passiert? Und ich meine ja, okay, ja, RTL macht sich dann diesen Slot bereit, um da nochmal extra nackte Tatsachen zu präsentieren. Aber alleine, ich verstehe nicht, was die Motivation der Kandidaten oder da ist. Ne? Weil du kannst dann deine 2000 EQ gewinnen, was irgendwie so diese Euro-Währung vor dem Euro gewesen ist. Und das sind einfach irgendwie Heinz der Büroangestellte, der dann unerotisch anfängt zu strippen die ganze Zeit. Oh, wir haben unser Wort bekommen. Hey, das ist der Gimmi. Da ist er. Das ist der Gimmi. Hier, yeah. Sie sind hier bei After Bad. Stolze Gewinner des Gimmi 2021, der neue Preis von diesen Rocket Beans ausgeschrieben. Kennen wir nicht, aber die finden uns offensichtlich gut genug. Danke. Das finde ich sehr gut. Der Gimmi. Ja. Ich bewerbe mich damit auf einen neuen Job bei Pocket Jeans.
Ja, hören Sie. Dieser Mann, der trägt Hosen, solange ich ihn kenne, trägt er Hosen. Ich habe sogar meine Tasche in der Hose. Also, niemand ist mehr Experte. Simon, ich übergebe mal an dich. Ach so, ich dachte schon, wir können auch das Free-for-All draus machen. Ich glaube, da, wo ich dich dagelassen habe, du kannst es noch mal mit der Steuerung probieren. Kreis ist laufen. Nee, ernsthaft? Kreis ist laufen? Nach. Ja. Ach so, rennen. Rennen, genau. Also nicht, dass du damit nach vorne gehst. Wenn du die Kanone zücken möchtest, ist das R2. Hose auf. R2. Genau. Und dann ist sie gezückt. Du musst sie nicht gedrückt halten, sondern sie ist gezückt und damit kannst du drehen. Du kannst sogar mit gedrückt Kreis dann laufen mit gezückter Kanone. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und die musst du dann wieder entzücken mit Ich verstehe, mit entzücken sehe ich das. Genau. Und frag mich aber, wie baller ich jetzt im Zweifel? Ach so, mit X ballerst du? Okay. Schieß ruhig mal, die sind ja eh. Map. Okay. Ist ja eh aufladen, ne? Und mit 4 kommst du ins Menü rein, um Sachen zu benutzen. Das Menü. Okay, das sieht gut aus. Wir haben das Insektizid, was für Menschen absolut tödlich ist, oder haben wir das? Ne, doch, das ist das, was für Menschen absolut tödlich ist, aber für Insekten nicht. Ja, aber was genau wollen wir denn damit? Ich weiß es nicht, ja, weil eigentlich brauchen wir Junk Key Nummer 2, um hier durch die Tür zu kommen. Also die einzige Tür, wo wir da nicht durch können. Eventuell muss ich jetzt Backtracking machen, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir dieses Insekten das mit heißt benutzen aber auch, sollen. Genau, das heißt ja, dass wir jetzt einen Anwendungsort für das Insektizid finden müssen. Die Karte gibt's hier. Karte, da kommst du aber, okay, das sind die, da kommst du mit Dreieck, kommst du auch auf die Karte. Okay. Ah, jetzt sind wir auch noch genau in der Mitte, ne? Das ist voll schwierig hier. Ach, ist das nervig. Diese Karte mache ich fertig. Die macht mich auch jetzt schon fertig. Ich muss noch mal rausgehen, genau, nur noch mal raus, um zu verstehen, wo wir noch mal sind, Junk Area. Genau, drück noch mal Dreieck, wenn du dann und das sind diese drei Dinge. Und genau, das, was aufleuchtet, ist der Raum, den du gerade ausgewählt hast. Ja. Nicht unbedingt der Raum, wo du gerade bist. Ich glaube, das ist der rosane hier. Aber leider kommst du nicht durch die Tür hinten, die den Junkie 2 braucht. Und wenn du hier reingehst, das ist der eine Raum, der unterflutet ist, glaube ich, wo wir Chemikalie B gefunden haben. Ja, ja, okay, klar. Dann also musst du wieder raus. Die Treppe wieder, die Leiter wieder hoch, ja. Und ich nehme an, du hast hier auch alles abgesucht. Ich check noch mal gerne. Also vielleicht ist ja jetzt was aufgeschaut. Ich denke schon, aber dieser Frack da hinten würde mich schon bald interessieren. Was ist hier noch relevant? Na gut, das hast du alles schon. Ja, hier war, glaube ich, Chemie B. Am Tisch warst du auch schon. Die Dinger, Batterien, alles tot. Okay, gut, dann können wir raus. Das Drehrad wäre natürlich eigentlich. Das wäre natürlich eigentlich geil. Ne? Mit der Fläche davor. Was ganz cool gewesen wäre für die Immersion hier. Also, Werteentwickler von vor 25 Jahren oder so. Hallo, wo ist er? Was habt ihr denn mit dem Rad gemacht? Guck mal, gutes Rad ist teuer. Ja, gutes Rad ist teuer. Das gehört zur Wand jetzt. Okay. Es ist ein aufgemaltes Rad, es ist ein perspektivischer Trick. Die Wand gemalt. Ein paar Elemente, die dann da schwimmen in dem Raum drin, ne? Vielleicht so ein Becher, der da so durchgeht, irgendwas. Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen viel verlangt, aber es wäre geil. Ich hätte es gerne. So Partikel, irgendwas, was so durch. Na, okay, und da können wir nicht. Dieser Junkie 2. Okay, also dann bleibt ja nur eine Möglichkeit. Ich bin hier noch mal runtergegangen, eben weil hier der Safe ist. Also hier haben wir auch hier gespeichert alles, okay. Energie ist voll. Tut mir leid, jetzt weiß ich alles, jetzt kriegen wir es hin. Warte mal, das schnelle Umdrehen. Hatten wir da nicht. War das hier? Oder ist es in manchen Spielen ist es Kreis nach hinten oder so? Nee, leider. Moment, ich probiere mal gerade Kreis nach hinten. Nee, auch nicht. Kreis nach vorne wäre bescheuert. Links, rechts auch nicht. Nee. Ja, dann. Whatever. Nee, nix davon. Kannst mal L2 probieren. Nein, noch. Nee, L2 ist, um anzuzeigen, wo wir uns befinden. Damit du immer weißt, wo du bist in diesem Spiel. Hier wäre zum Beispiel gut, wenn man rechts oder links die Map hätte. Ja. Mit so einem, ne, irgendwie. Ja, irgendwie, genau, das. Das ist dieser Verbindungsweg. Du kannst mal auf die Map dann schauen, wenn du da. Ja, wo wir sind, ja. Genau, wenn du da geradeaus durch die Tür gehst. Dreieck machen können. X. Hier sind wir jetzt. Genau, aber das müssen wir natürlich jetzt umdrehen, weil die Perspektive nicht der Map hier entspricht. Okay. Wo wollen wir hin? Also, wenn du zur Tür zu unserer Linken jetzt hingehst, dann bist du in diesem Raum mit dem blauen Punkt. Das ist da, wo der Wissenschaftler drin war und wo wir das Monster, gemischt haben. Rechts war diese eine. Exakt. Ne? Und wenn du zur Kamera hinläufst, dann kommst du zu diesem E, was der Ausgang ist, um in den anderen Teil. Ja, dann müssen wir da hin, oder? Ich schätze mal. Also, ne? Weil Kamera, ich glaube, jetzt hier? Genau, in die Kamera rein. Okay. Boah, ey. So, als ob mich immer auf der Straße vor, ey, wie komm ich denn? Sollte das Insektenspray nicht für irgendeine Laserschranke benutzt werden? Stimmt, auch wenn es blöd ist. Warum nimmst du dann sowas Tödliches? Moment. Ist aber gut. Ja, stimmt. Also, ich weiß, an die Laserschranke erinnere ich mich, aber dass du das Insektenspray dafür benutzen kannst. Aber wo war diese Schranke?
Moment, ich will vorher noch mal kurz gucken, bevor ich hier rausgehe. Achso, benutzt Reihe. Dreieck. Ja. Also, das ist, ja, das ist der einzige Weg. Und dann geht's in die Medizin-Area. Jemand sagt 47. Ich weiß nicht, ob er uns damit meint oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Also, wenn jemand weiß, wo genau die Schranke wäre, würde er uns viel Zeit abnehmen, die wir sonst Schranke rumheiern. Rot-Weiß. Ja, schon lange, ja, will ich glaube ich auch nicht mehr. Schranke, ne? Ja. Pommes rot-weiß, weiß ich nicht. Pommes rot-weiß, doch, habe ich vor kurzem erst gegessen. Ja, vor kurzem erst. Ich habe schon lange keine Pommes mehr gegessen, muss ich sagen. Ja, es ist ein Guilty Pleasure mittlerweile geworden, ja. Es ist so. Oh shit, die Luft. Ja, aber du hast ja noch zumindest in deinem, zur Not, ne? Deinem Kanister da, ja. Ah! Ist damit vielleicht die Laser... Ah, nee, doch, jetzt weiß ich es. Du bist korrekt genau hier, weil das ist der Raum, wo die Tür zugeht, wenn du dich dahin bewegst. Na, siehst du. Ja. Deswegen, weil der, weil deswegen geht die zu. Deswegen geht die zu. Klug gemacht. Warte mal, und jetzt machst du dieses tödliche Mittel? Das ist so, das ist mit die Dümme. Hättest du nicht ein Axt-Bodyspray irgendwo in den Locker, in den 100 Locker-Dingern gefunden? Du hättest, ey. Alter, die Denkstruktur dahinter. Es hätte bei Metal Gear reicht eine Fluppe. Niemand hat eine Fluppe auf dieser 90er-Jahre-Unterwasserstation. Ja, und vor allen Dingen, was mache ich denn jetzt damit? Okay, ja, jetzt du kann ich durch. Ja, dann warte. Genau, noch hält das. Ein Bullshit. Ich frage mich, ob das auch ohne Insektizid gegangen wäre. Hätten wir nicht einfach durchlaufen können dann? Im richtigen Moment zufällig? Überhaupt nicht. Wahrscheinlich nicht, sonst hätte das Spiel schon gelöst. Ah. Mach mich ein bisschen fertig, das hier. Null, null, okay. Das ist nicht ausreichend. Ja, vielleicht gibt es hier irgendwo noch einen Auflader. Nee. Na gut. Oh, Biohazard-Zeichen. Administration. Regie, mach mal ein bisschen lauter bitte hier bei uns, weil man kriegt kaum was mit von der Stimmung. Danke. Hui! Ich, aber nimm die Waffe! Nein! Ich drück schon nur noch X, ne? Ist nicht so, als ob ich jetzt groß noch. Ja. Ah, dieses Drehen macht mich fertig. Das haben sie aber direkt bei Resident Evil geklaut, so. Aber schlecht geklaut. Ja, wirklich. Es sieht unauthentischer aus. Ey! Wie viele von euch hey, nein, sind das gekillt? Überhaupt Hunde? Ja, ich glaube. Shit! Nein! Ah! Du Scheißkerl! Ich hab, wollte gerade noch sagen. Er pisst dich noch an. Wollte gerade noch sagen, warum. Weil ich muss mal auf meine Energie achten, aber da war schon zu spät. Ja, habe ich verkackt. Aber safe ist ja da. Naja. Eieiei, ey. Dieses Spiel. Das ist nicht gut. Da möchte ich den Gimmi am liebsten direkt wieder zurückgeben. Ja. Ich verdiene ihn nicht. Na, haben wir den für spielerische Leistung bekommen oder für dumm labern? Moment, ja, dann verdiene ich ihn doch. Ey, wie die einen auch konsequent einfach knallhart noch vor allem anderen rauswerfen. So, nee, am besten macht die Konsole noch mal aus. Es wäre doch wirklich ein leichtes Continue. Die Option einfach. Der ganz oben, der System Memory müsste es sein. Ja. Nein, ich Idiot, hab Kreis gedrückt. Nein, ich hab nicht. Nein! 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 Gib mal hin, resette mal. Nein! Es tut mir so leid, Alter, der Simon, ey, gib ihm einfach kein Pad in die Hand. Ja. Na! Wir starten einmal neu. Ah, tut mir leid. Keine Sorge, das Spiel wird das verzeihen. Hoffe ich. So, glaubst du, der hat den Speicher vielleicht jetzt ich hoffe nicht. Überschrieben? Ich hoffe nicht. Okay, ich drücke X. Drück Start. Options. Start. Load. Nochmal. Die besteht. Ja. Okay. Nochmal will ich nicht bis dahin spielen. Jetzt haben wir schon zu viel gemacht. Ah, ist okay. Ja. Ja, wir wissen ja jetzt, wo es hingeht. Wenn nur die drei Gänge noch mal hinlaufen. Das hätte mich jetzt auch echt geärgert. Diese Sachen, die würden natürlich nicht in einem offiziellen Sega-Magazin oder so erwähnt. Nee. Oder in einem Mega-Fun oder was auch immer, die dann immer so ein bisschen Sega-lastig gewesen sind. Das ist einfach nur.
Leute, wer braucht Resident Evil? Ja, es gibt's ja auch eins auf dem Saturn, aber das Richtige, die richtige Luzi, der Bär, der steppt bei Deep 4. Kein einziger Fehler. Ja, keine ewig gleich aussehenden Gänge, perfektes Zielsystem, Grafik vom anderen Stern, 97.000%. Ja, es ist echt schwierig. Hat ja das Nintendo-Magazin auch ganz gut gemacht, dass immer, wenn Spiele zu kompliziert waren, dass sie dann die Level und so alles abgedruckt haben. Aber es war, das hätte man sich hier auf jeden Fall, wäre nicht schlecht. Würde ich gerne nebenbei. Das wäre schlecht gewesen, wenn die immerhin so eine schöne offizielle Werbezeitschrift hatten wie das Nintendo Club Magazin. Was ja ganz cool war, das konntest du ja immerhin dann die Spiele schon mal angucken, aber du konntest dich nicht auf irgendwelche Inhalte verlassen. Kann man das eigentlich wegdrücken? Ja, okay, das merke ich ab jetzt. Werde ich alles wegdrücken. Hätte jemand freiwillig Knights gekauft ansonsten? Ich glaube nicht. Knights. Ach, was ist eigentlich aus Knights geworden? Genau. Aus Baywatch ist da aus. Baywatch Knights. Da müssten wir, eigentlich müssten wir was, ja. Mein Spiel mit Bart ist ja jetzt nicht, wir gucken einen Film und machen das dann da drüber. Aber das könnte man mal machen, so eine Folge Baywatch Knights gucken. Baywatch Knights ist eben After Bart. Ist auf jeden Fall auch für Bart. Es ist, wir machen Akte X in Megascheiße. Und es gab schon beschissene Akte X. Vor allen Dingen, also mit Buchanan. Hat der quasi jetzt quasi die, also hat der, macht der das tagsüber und nachts, wann schläft der? Ist der irgendwie Elon Musk oder wie macht er das denn? Er ist ein Vampir natürlich, sonst wär's ja nicht besser. Das ist die dritte Serie, die wahrscheinlich geplant war. Wie macht er all das? Er ist ein Vampir. Hier ist die Vampir-Serie. Das war dann Nick Knight oder so, ne? Da gab's doch den Vampir-Cop, der nur nachts dann gearbeitet hat. Nein, aber sowas, also, ja. Das ist, kann man einfach nicht in Worte fassen, was da passiert ist. Oh, jetzt wird gleich geballert, ne? Wenn ich mich die Hunde, aber hier oder gerne den Hunden. Noch habe ich volle Energie. Die haben mir echt die ganze Energie abgezogen. Dabei habe ich mir echt schon mir Mühe gegeben. Ja, du hast aber viel Health, ne? Ich habe hier viel Health-Items mitgenommen. Ja. Ach komm, das ist wirklich ärgerlich mit dem Abnehmen. Also, ich würde gerne die Waffe mal wechseln. Ich glaube, dass ich mit der hier besser komme. Die Flutzi. Oh, größeres Magazin. Also. Okay, es wird direkt gewählt. So, jetzt muss nur noch. Warum wählt er die jetzt? Alter. Alter, der schluckt das Magazin hier. Der nächste. Als wäre ein Kiosk. Ist leer, ne? Die machen ein Viertel Schaden mit einmal beißen. Ich möchte raus aus diesem Albtraum hier. Okay, so. Okay, Lea, haben wir verstanden. Uff, scheiße, falscher Button gedrückt. Genau, Start musst du drücken für die zum Waffe wechseln. Die Roberglock. Oh, Alter, du machst mich so fertig, Typ. Schnell, Energie nehmen, heilen. Du bist sonst tot. Ja! Nein, zu spät! Gregor, du musst es machen! Okay. Ich hab's verkackt! Es war zu spät. Oh Gott, das macht mich. Es war zu spät. Wieder sich freut! Dieses dumme Scheißspiel! Dieses dumme, kann ich irgendwas. Muss Gewalt anwenden! Es schattet mich doch auch an! Ich bin doch auch hier der Geschädigte! Ich bin doch auch das Opfer! Was du probieren kannst, wir sollten noch ein paar Granaten überhaben. Ja, damit habe ich auch nur den Boss geschafft. L1 ist die Granate. Zwei Hunde. Es tut mir wirklich leid. Komm, ich mach schnell. Ja. Ach, es tut mir wirklich leid. Aber weißt du, ich verrate dir ein Geheimnis der griechischen Geschichte. X. Ja. Eigentlich waren es keine 300, Leute, es waren drei Hunde. Drei Hunde. Ja. Wir sagen nur gerne, dass es 300 waren. Das ist ein bisschen in der Übersetzung verloren gegangen. Ja, ja. Ist ein bisschen nach. Hat jemand nicht richtig zugehört dann dabei? Es ist super scheiße, dass man. Na egal, ich reg mich jetzt nicht auf, aber ich bin ja auch selbst schuld, dass man Zeit verliert, wenn man zwischen der Map und den Items hin und her schalten will, ist schon scheiße. Naja. Aber dass diese Hunde auch so krass sind. Ey, ein Biss, ein Viertel Energie. Ne? Nicht mal ein bisschen anknabbern oder gleich. Ey, die haben das komplett, die haben alles, was wir an Munition für die SMG hatten, geschluckt. Das ist eine Menge Kugeln. Ja, wobei die war schon ein bisschen geleert. Ich glaub, die war ein bisschen angeleert. So die Hälfte drin. Ja, aber die SMG ist einfach kacke hier. Ne? Ist einfach richtig schlecht. Drei Hunde. Ich finde, aus 300 könnte man sehr viele Gags machen. Ja. Also fallen auf jeden Fall einige Sachen mir schon. Wir hatten ja auch schon mehr. Wir selbst hatten ja schon mehrere 300 Gags. Bei Game One. So denken, Late Night gab es auch mal 302, die zu spät kamen, alles war schon vorbei.
Hey, was, sind wir zu spät? Ja, ja, gut. Genau so war der Gag. Ende. Machen wir einen 2-Minuten-Sketch drauf. Und einer dieser ganz grauenhaften, die schlechten Comedy-Filme. Meine Frau, die Spartaner und ich, ja, hieß er so. Habe ich darauf gehofft, dass da so der ein oder andere Scary-Movie-Gag dabei ist, aber es war von der Qualität einfach leider untragbar. Es ist so merkwürdig, also irgendwann, ich weiß nicht, ob es dann an den ausführenden Leuten liegt oder, also so eine Parodie-Gag-Komödie wie Nackte Kanone oder auch Hot Shots, ne? Der ja vor ein, zwei Jahren, wo die nochmal auf Netflix gelandet sind, nochmal geguckt, Hot Shots funktioniert immer noch verdammt normal. Na? Ja, das war, ne? Ja. Ganzen Zuckersachen. Und hat dabei sogar mal ein paar richtig sophisticated Gags, sozusagen. Ich lach mich scheckig, wo dann, Charlie Sheen ist auf dem Boot da irgendwo, ne, und fährt rum und schreibt einen Brief und dann hört er auf einmal die Gedanken von Martin Sheen, genau, der einfach dann hier exakt die Szene aus Apocalypse Now darstellt und, hey, ich fand dich gut in Wall Street. Ja. Ich hab gelacht. Also selbst wenn man, in dem Fall kannte ich Wall Street noch nicht, aber man hatte verstanden, okay, das sind die Schauspieler, die sich fand ich super, super coole Art von Gags. Ich habe übrigens auch einen ähnlich guten Gag gerade aus der Community. Und zwar hat Kellerbeast geschrieben, die konnten sich nur 3 Hunde leisten, nicht 300, denn this is Spartag. Das ist Spartag, ist wirklich gut. Ist nicht so. Kann man, muss man natürlich das Bett vorbereiten. Das ist Spartag, das ist gut. Nee, das hatten meine Geschwister auch nicht häufiger mal benutzt, ne? Wenn dann so, das hätten sie eigentlich damals so für Rabatte bei Karstadt oder so benutzt. Das ist Spartag! Verdammt, das ist auch eine gute Idee. Warte mal, bin ich hier falsch? Nee, ich muss nee, du keuchst nur. Okay, jetzt sind sie da. Okay, so, als allererstes werde ich Start drücken. Erste, ja. Und falls du die irgendwo hinbekommst, also L1 ist die Granate. Okay, also ich nehme die Waffe, nehme die Granate habe ich jetzt, aber die ist automatisiert. Schon, die sollte equipped sein, okay. Genau. Wenn du auf L1 drückst, kannst du die werfen. Jetzt versuche ich es wirklich mal sinnvoll zu machen. Also es tut mir auch wirklich ein bisschen leid, dass das so scheiße lief gerade. Alter, aber dieses, was für Drecksperspektiven, ey. Nein, warum hat er die? Das hab ich gemacht, ne? L2 ist super, ja, scheiße, Alter. 29 Schuss hast du noch mit. Es ist zum Heulen. Jetzt ist er leer. Er trifft einfach nicht. Sie ist leer. Okay, jetzt. Bitte. Meine Karriere steht hier auf dem Spiel, verdammt nochmal. Du wirst einmal getroffen. Nein. Hat dich in die Ferse gebissen. Nicht von hinten. In seiner Achilles. Achillesferse. Nein! Okay, einmal kannst du ihn noch treffen lassen. Einmal kannst du ihn noch treffen lassen, bevor du dich heilst. Warum treffe ich denn? Okay, heil dich. Jetzt heilen. Oh Gott, ich möchte nicht mehr. Nimm ruhig das Blaue. Jus. A little. Reicht das? Ja, noch einmal beißen. Hellspray. Mit dieser Drehmechanik, dieses Spiel und dann automatisiert es nach unten, was nicht immer funktioniert, sag mal, habt ihr sie eigentlich noch alle? Jetzt brauche ich gleich noch so ein Luftding. Das zieht er sich natürlich auch gleich noch in der Zwischensequenz an, mitten im Kampf. Ja, klar! Lol. Ihr macht mich so fertig. Okay, weißt du was? Ich nehme noch so. Noch so eins. Okay, Moment. Das ist gerade der Screenshot. Ich glaube, hier ist ein Hund von Silent Hill. Na, okay, den einen hast du. Ha! Halt drauf, zimmer drauf. Drückt halt einfach. Okay, du hast beide. So, kannst du das gelbe Ding da benutzen für die Luft, aber es scheint kaputt zu sein. Einmal kurz welches? Ja, halt, nimm das blaue nochmal. Lass uns das blaue, die, okay, die kleinen wegmachen. Okay. So, jetzt gehe ich, das gelbe Ding sieht so aus. Ja, ich glaube, es ist als kaputt. Könnte man nicht ran, oder? Ja, probier's einfach mal, vielleicht geht's trotzdem. Alter. Das Problem habe ich auch. Jetzt halt da! Jawohl. Ah, und du kannst trotzdem speichern, okay. Okay, das war gut. Gut. Also diese Hunde sind ganz schön scheiße. Boah. Ich sehe schon einen Raum, wo 20 von denen drin sind. Na, so viel können sie nicht darstellen. Ja. Okay, jetzt gehe ich hier, nehme ich mal an, einfach so durch die Tür. Ja. Oh, hat da was geleuchtet? Ich glaube, ich habe sie noch nie leuchten sehen, aber du kannst mal checken. Der lebt von der Hand in den Hund. Der Kellerbeast ist heute on the run, Alter. Ja, ich habe mich an diesem Spiel, habe ich mich ganz Hund gerieben. Moment. Wir wollen rechts und dann rechts, oder?
Nee, ja, warte, das ist die Leiter. Wir sind, nein, du bist waren hier, woanders. Genau, du bist hier in diesem lila Gang. Okay. Dieser Raum warst du noch nicht, dieser kleine an der Ecke. Aber da kam er doch gerade her. Ja, aus dem kamst du her. Ja, aber das, ist das hier nicht der schwarze Raum, aus der roten? Nee, das ist der auf der rechten Seite. Alter, du musst umgedreht denken. Nee, dann laufe ich auch falsch, ich weiß. Ja, du guckst nur einmal. Aber, also ich will ja auch nicht hoch. Machen wir gleich. Ja. Wir sind erstmal in einem Raum. Da rechts, ich glaube, wir sehen ihn auch schon. Ja. Ihr habt ein bisschen zu viele Umschnitte. Wo ist denn das? Ist das das rechts? Ey, ich weiß es nicht mehr. Guards Quarters. Oh, vielleicht gibt's eine neue Waffe hier. Okay. Laserlock. Okay. Laser deaktiviert. Oh, der wird auch ein Zombie. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe schon gar kein Interesse mehr. I came to fix the AS, but what was it thing anyway? Ja, du hast es nicht mal gemacht. Nee. Must have been a nightmare. Sag mal, seid ihr nicht in militärische Anlage, ne, oder sowas? Must have been a nightmare. Also, ja, wirklich. Monitors wie schon. Also, die hätten da echt andere Leute reinnehmen sollen. Er verhält sich wie ein Fähnrich im Wind. Der wird probably okay. People watching. Sieht man denn durch das Fenster jetzt die Leute, wie sie zu Monstern werden? Oder? Achso, ja, der Licker fällt da gleich von der und springt da ja, durch. Ja, oder? Da passiert was gleich. Der Licker kommt da gleich. Hund Showdown. Also, ihr habt schon ein paar gute Gags parat, muss ich sagen. Das Retinal Lock System, you'll need to have someone from MI Co. to unlock it. Ja, aber du weißt doch ganz genau, dass du jetzt dein Auge mitnimmst oder so, ne? Retinal. Wahrscheinlich schon, ne? Von dem Typen um die Ecke wahrscheinlich. Ja, dann die. Der hat eh zu viel gesehen. Ja. Du brauchst das Auge. Die Dinge, die ich gesehen habe. Ja, wenn das so wäre, dass du kannst den Retina-Scan zwar machen, aber du musst vorher den Code gesehen haben. Ne? Dass es sich so auf, genau, was sie eingeprägt hat in deinem Auge. Ja. Weil die Leiter hoch erstmal wahrscheinlich. Ach ja, okay, weil wir eben auch den Laserstrahlen ausgeben. Der verwandelt sich das nächste Mal, wenn du hier rein musst. Ja, natürlich. Ja. Oh, ja, wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen. Ich will nochmal Danke sagen für alle Leute, die dann Resident Evil 8 jetzt schauen. Ne? Da sind ja ganz schön viele Leute am Bock gehabt, hier die erste Session zu gucken. Ey, das freut uns wahnsinnig, weil wir haben es ja immer angeteasert und haben es zum Glück auch rechtzeitig bekommen von Capcom, muss man auch sagen. Die haben es ja ermöglicht. Zum Glück haben wir uns dran gehalten, das nicht zu spoilern. Ja. Aber ja, geil, dass es so viele auch gucken. Also das gibt ja auch Motivation, ne, bei den anderen Folgen dann irgendwie sich zu beeilen und die auch gut zu machen. Aber ist denn jetzt das, was heute lief, schon der aktuelle Stand oder haben wir noch eine Folge in petto? Ich weiß es gar nicht. Weiß es auch nicht. Wir sind auf jeden Fall noch nicht durch. Aber hoffentlich bald. Oh, Cutscene. Hallo. What's happened to the big table? There was an accident. And you? I couldn't get out because of the air system damage. Look at this. I found this cell from one of the creatures. This is the mouse cell with the creature cell. Schön Minimatz auch. Die Maus, Klick. Ey. Totally not umbrella müsste unten stehen. The creature cell is transformed into the mouse cell at an unbelievable speed. Ist die Pharmafirma Raincoat. Right. This cell transforms into other living things and copies their original characteristics. I've seen it. A human turning into a creature. The transforming cell eats the original cells at a high speed and eventually takes over the body. Is there anything that can stop it? It must have a weak point. Something has to be done, but there isn't enough data. Hallo? Sag mal, das würde mir jetzt Gedanken machen. I have had this cold since last night. Ja, ja, klar, kein Problem. Überall sterben die Leute an einem Virus. Nee, nee, ist Erkältung. Attacked by a creature? Any other symptoms besides a cold? I've been attacked a couple of times. Really, no other symptoms. Never put those two together. Can I draw some blood? Do you think it could come from that? Mm-hmm. Am I being taken over, too? Er macht sich zum ersten Mal diese Gedanken. Know, but it just hit me that you've been attacked and haven't changed. If you don't change, we may have a lead.
Ah, ah, das sind deine Arschloch-Gene. Ah, weil er krank war. Ah, weil ja, ja, er hatte den Husti von gestern doch, Abend. Irgendwo wurde das nämlich schon mal benutzt. Und ich meine nicht Independence Day. Aber ich, das kommt mir bekannt vor auf jeden Fall. Oder? Irgendwo? Okay, but to get out of this area, you have to go through the net lock system. And how do I do that? You need the help of an MI area researcher. If you could operate the air system, I could help you. But we can't go out because there's no air. Right. Oh. What about the chimpanzee? Anthony? Wollte gerade fragen. I can't find him. I'm worried. Also wir sind uns einig, dass ein mutierter Affe dann ein Riesengegner wird, oder? Ja, er wird zu wenig reingebracht, als dass er ein Partner oder sowas werden könnte. Deswegen denke ich, er wird irgendwann, aber... Ja, also entweder er hilft uns, ja, ja. Oder hier so, was weiß ich, so, er macht diese coolen, hier, Cool Geist und Local Explosions aber als Affe und machst so die Sprüche so... Oder er wird selber zum Riesen. Oh, guck mal, und er niest auch hier. Werte Entwickler, die das Spiel gemacht haben, nochmal, vor 25 Jahren habt ihr die Tonabmischung auf einem UKW-Radio gemacht, ja? Sprachausgabe, Musik, keine Untertitel, warum? Die hat wahrscheinlich kein Geld mehr, das noch zu mixen. Es aber pack's so, einfach rein. Wir, die haben sau viel Geld ausgegeben, dieses Spiel zu machen und dann scheitert's an dieser Kacke. Ich denke, der Affe, das Niesen ist auf jeden Fall wichtig. Hier meint auch jemand, Krieg der Welten meint. So Krieg der Welten ist es? Da sind die gestorben an ja. Erkältung. Das ist aber nicht das, was wir meinen. Nee, nicht ganz, sondern tatsächlich ist jemand... Durch eine Erkältung, ne? Ja, so war das. Ja, ja, ja. Naja. Also Krieg der Welten war bestimmt der Ursprung und dann kam die, was war es, die Volksmusik bei Mars Attacks? Die auch, ja, die war auf jeden Fall auch gut. Ich mache Genius nur Mimo. Noch. Oh, okay. Volksmusik. It parasites only on mammals. Mammals? Duplicates itself. Science very much like the common cold. Infects the brain at a very fast pace. Can be found by bloody tests, blood tests. Mhm. Multiplies at an explosive speed. Spreads from host to host. Der hat seinen Bericht aber auch, das hätte alles auf einen Zettel schreiben können, ja? Ja, aber er hat lieber, so wie wenn du sagst, Hausaufgaben, sechs ja. Seiten. Doppelter Abstand, halbe Seite Rand. So, ja. Mein Aufsatz, nächste Seite. Muss ich, in der Schule muss Wer ich eine halbe eigentlich? Seite Sie schreibt das. Sie schreibt. Ich musste eine halbe Seite Rand lassen bei Klausuren an der Schule damals. Ich kenne eine halbe Seite Rand von beiden Seiten, ne? Ja, ja. If exposed to the outer world in estimated 264 hours, it's 11 days, is all it would take to wipe out all the mammals on the planet. Should I contact Captain Clancy? He is busy writing some books and have him stop the Deep Blue Project right away. Ist das Deep Blue Project nicht dieser Schachcomputer? Ja, dachte ich jetzt aber auch, ne? Also kein der Schachspiel. Macht viel. Also der schreibt Bücher, macht dieses Schach, diesen Schachcomputer programmiert er und ist Unterseekapitän. Does not parasite on subjects that are infected by other viruses, example influenza. So, das hat sie doch gerade erst raus. Das hat sie doch gerade erst rausgefunden. Ja, aber es wird mir auch zu real mit diesem Influenza und der ja. Common Cold. Weakens dramatically when exposed by to oxygen. Also Luft. Geil. Na gut. Na gut, na gut. Danke, Leute. Ja, der Chat sagt Gänsehaut. Ich finde, da ist auf jeden Fall. Text und Stimme passen so gut zusammen, dass man eigentlich das neu auf CD brennen müsste. Wohin ist die alte Frage der Menschheit? Auch bei uns. CD-Player, ey. A Map. Na, Retina-Scanner, der Einzige, der noch lebt, ob der jetzt so ein Medical-Typ ist, ist der Typ, den wir da zusammengekauert in dem Raum gefunden haben, neben der verschlossenen Tür. Ja, und jetzt sollten wir noch mal mit ihm reden, nachdem wir das so erfahren haben. Ich würde sagen, ja. Okay. Ich sag dir was, du bekämpfst den und dann fällt ihm sein Auge raus. Dann nimmst du sein Auge mit. Ich denke halt auch, wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich müssen wir einfach abwarten, dass der Typ zum Monster wird. Aber das reicht mir irgendwie. Ist ein bisschen assi. Wieder. Aber ein bisschen assi, ja. Wir müssen das Spiel auch beenden. Ja nicht so. Das denkt er sich ja auch. Wir müssen ja auch ein Ende finden. Normalerweise redet man doch immer mit den Leuten und versucht sie zu retten und dann sammeln die sich irgendwo und man trifft sie immer wieder, wie sie da irgendwie zusammengekauert. Ja. Ah, hier um die Ecke, genau. Jetzt zier dich mal nicht so. I need your eye and I need it now. Falls das jetzt einer dieser Mitarbeiter ist, mal gucken. So, komm, wir gucken jetzt mal unter drei Augen, werden wir mal das jetzt besprechen. Wir machen diesen Ups, ich hab deine Nase, nur mit dem Auge. Ja, Ups, ich hab deine Augen. Ups, hab dein Auge. Der hat gar keine Augen. Ventilation and God's sake. What do you want? I want to repair the air system.
I just threw away the old IC in the junk area. If we have it, the air system can be fixed. Here. I'll be right back. Don't move. No way. Not even at gunpoint. There are creatures all over the place out there. Australia? All over the place out there. Jetzt kannst du mit dem nochmal zurück, nochmal backtracken durch die andere. Ich muss aber sagen, ich mag die Idee, dass sie diese Station mit internationalen Leuten befüllen. Ja, finde ich eigentlich irgendwie cool, dass sie das zumindest versucht haben. Es wäre einfacher wahrscheinlich gewesen, einfach nur quasi Native Speakers zu nehmen, stattdessen so ein bisschen Australien, dann eine Franzose auch, wenn man darüber streiten kann. Franzose. Ja. Mal gucken. Finde ich ganz okay. So. Ja, jetzt durch die andere Tür durch die du, ja, wenn nicht die Leiter hoch, sondern wir müssen wieder zurück zum anderen Bereich. Also die Tür. Ist es die hier? Weiß gar nicht. Da, wo wir die Level 2 Junkie-Karte brauchten, ne? Administration Room for Experimental NMS. Ach ja, genau, wo du durch die Hunde gegangen bist. Also da müssen wir wieder zurück. Ja. Aber hier kannst du noch mal gucken, ob du was findest, natürlich. Hier hatten wir ja wir haben nicht wirklich, wir waren so sehr. Wir haben zwar nicht so viel Luft, aber vielleicht gibt's ja noch was. Ich drücke, nö. Ah, nee. It's a dog cage. Danke, Text. Destroyed from inside. It's not meant to be like that. All open and crumbly. Okay. Was habe ich denn da jetzt? Ach so. Wir können auch eine englischsprachige Comedy-Sendung machen und nennen dann It's not the humor! It's not a humor. Ey, das ist so gut. Weil wir als Deutsche auch. Oh, da ist überhaupt die Erwartungshaltung ganz unten. I've had it with these motherfucking dogs in this motherfucking subterrane station. Okay, ich glaube, du hast ihn. Ja. I got it. Get it. Oh, lauf an ihm vorbei. Nein, I kill it. I kill it like I never killed something before. You kill it with fire. I kill it like it's posting on Twitter. Affe. Oh, I'm out of air. I'm out of air, my friend. Er auch. He's out alive. Okay, was soll ich da am besten machen? Es gibt doch nur einen Weg, oder? Ballern. Ballern ist immer eine Antwort. Geil! Ballern! Wochenende! Geil! Ich habe tatsächlich einen Liter Kaffee getrunken, während wir gesprochen haben. Das macht mir selbst ein bisschen Angst. Ach, wir haben das Laser-Grid ja abgestellt. Stimmt. Aber das Gas ist geblieben. Du kannst deine Waffen hier aufladen, aber. Ja, aber ich muss erstmal. Einmal muss ich Energie aufladen. Luft. Luftergie. So. Lädt das jetzt auf oder ist das quasi automatisch? Nee, das musst du an einer der Ladestationen machen, da wo wir jetzt hingehen. Ach, natürlich, ist ja wo wir. Okay, Moment. War hier drin auch so eine Ladestation? Ja, nein, war nicht. Nee, ne? Dann nur die Waffen. Aber es geht immer noch weiter runter, ne? Ah, shit! Kann ich nicht eine Air Grenade? Ja, das kannst du machen. Die musst du aber im Item. Gute Idee, Moment. Stimmt. Wir werfen hier eine Air Grenade. Und dann habe ich Zeit. Ja, genau. Wochenende! Wochenende! Saufen! Geil! Das ist jeden Freitag denke ich daran. So. Genau, geh zu Item und dann auf die Granate und dann kannst du Set, glaube ich, machen. Mach mal auf Set. Und wenn du jetzt auf L1 drückst im Spiel, dann wirft er die. Jawohl. So, und gucken wir auch mal für die SMG, genau. Toll. Wie war das hier mit Select? Ach, da kann ich das anders belegen? Nee. Ah, Moment. Du kannst entweder deine Hauptwaffe ist entweder die da oder die andere, ja. Das kannst du hier im Menü. Aber die hier, die KPG, das ist die Unterwasser? Das ist die Unterwasserknarre. Nee, das ist die Unterwasser, diese. Ich wundere mich, dass ich die hier jetzt auswählen kann, deswegen. Aber die ist auch im Moment aufgeladen, ist sie auch. Okay. Ja. Gut. Aber ich hatte gehofft, dass mein. Oh, schnell, deine Energie geht weg. Ja, aber wie scheiße ist es denn, dass bitte diese Air Grenade. Die Granate hält ja gar nichts. Ja, also, na gut. Dann könnte zumindest ein Raum. Dann wirf doch mal, gleich, weil du hast da nichts mehr. Ja, schnell, nein. Und heil dich gleich sonst. Okay. So, erstmal Heilspray und dann. Alter, es ist ein Scheiß hier. Warum bleibt da nicht im Menü? Und dann Air Grenade. Ja, die ist schon set. Ach, die ist ja schon, da kann ich sie nicht einfach. Du kannst sie einfach werfen. Ja, du hast 15 Stück haben wir davon, okay. 14. So. So, guck mal, wo du hinlaufen willst. Ja. Auf der Map. Anstatt, dass er seinen Atemding da guck auffüllt. Mal, hier geht es wieder mit 30 voll. In dem anderen Raum hat es gar nichts gebracht. Ja, jeder Raum hat so ein anderes Maximum. Eines Druckfeldes. Okay, wir wollen
Hier durch? Oder wir wollen hier wieder zum zur Junk Area wollen wir wieder. Also ich geh mal hier hin, das ist glaube ich richtig. Weil 2F? Wir sind Aufzug gefahren, oder? Ja, ich weiß nicht, ob du vom 2F zur Junk Area kommst oder vom ersten Stock. Okay, dann nutzen wir mal die Map. So, warte mal, 2F. Wir sind jetzt hier in, wir sind mal in 1F. Zenith Room, Chemical Room, Laboratory, Passageway. Nee, bleib mal bei 1F, dann musst du irgendwo anders, ist vielleicht dann ich, der... Ich bin durch Storage, Passageway, Administration Room, Passageway, Guard for das Junk Area. Wir sind im rosa Ding, da musst du einmal diesen Gang komplett zurücklaufen. Also wir sind gerade bei dem E, dem unteren E, meinst du? Würde ich sagen. Wir müssen sagen, zum oberen E. Eins von beiden. Ja, das kann gut sein. Eins von beiden, auf jeden Fall. Lass da mal kurz nachgucken. Ja, du hast absolut recht. Ja. Weil, wenn wir jetzt hier lang gehen, kommen wir nämlich von der Map her genau richtig hin. Und da müsste jetzt Junk Area sein. Also, relativ. Ja. Wir kommen schon relativ durch. Ist nicht mehr ganz so schlimm. Ups. Schick dich ewig durch die gleichen Gänge, was willst du machen? Ah, jemand sagt, okay, wahrscheinlich ist die Luft in dem einen Raum durch das Insektizid, was wir im selben Raum auch benutzt haben, ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, okay. Kann ich mir auch gut vorstellen. Da hat jemand mein Programmier nicht aufgepasst. Oh. Genau, jetzt bist du wieder im Wasserraum. Du musst zu deiner Rechten gleich. Genau, geh einmal in das Bild rein und dann zu deiner Rechten. Ja, okay. Und wenn du hier runtergehst, dann ist gleich die Ladestation für, das, für die Luft auch und die Speicherstation. Da du jetzt die Junk Area K2 hast, finden wir wahrscheinlich einen neuen Raum, wo wir hinkommen, bevor wir wieder zurücklaufen. Ist da was? Oh, fuck it. Oh, da kommen da wirklich so viele! Nimm eine Granate, nimm eine Granate! Ja, du hast recht. Ich habe ja zum Glück... Ja, du hast noch ein oder zwei richtige Granaten. Nicht Weapon. Mal, nicht Weapon. Item muss. Ja, aber die Weapon würde ich auch gerne wechseln. Okay, dann hast du aber das SMG. Jetzt noch Item und die Granate auswählen. Und okay, weil wir haben ja gerade Grenade 2 hast du noch. Set. Du kann gleich ich ja eins. Nicht hier nutzen. Ah, kann ich nicht. Okay, ich drücke L1. Soll ich hier drücken? Ich drücke. So eine Scheiße. Ich traue mich. Ich hoffe, das reicht. Oh, immer noch nicht. Nee, nimm eine Kiste. Ja, ich weiß. Hei. Warum nur a little? Gib mir noch mal ein bisschen mehr hier. Jetzt haben wir die auch weg. Okay, wir müssen... Ja, nee, rechts. Nimm aber erst Luft links. Mit, ne? Du bist direkt bei dem Speicherdingsi. Ja, okay, dann muss ich aber... muss ich nämlich so. Ja, mach mal. Okay. Soll ich auch gleich safen? Ja, ne? Safe auch. Ja, System einmal aufblasen. Ich würde sagen, lauf bei denen vorbei, wenn das jetzt nichts direkt gebracht hat. Oder du kannst probieren, da wir gesaved haben, versuch die nochmal mit einer Granate zu treffen. Zwei müssen ja reichen, weil wir haben drei für einen Boss gebraucht. Für so die dummen Zombie-Hunde hier. Ja, also ich denke, ich mach das mal. Ja, einmal L1. Ich mach extra gegen die Wand, damit das... Nein, jetzt Leute, ihr könnt doch nicht wie Bomberman hier. Ja, aber dich trifft das nicht. Die leben immer noch, oder? Nee. Nee, die sind... Ups, okay, ja, sind nicht mehr da. Sehr gut. Sonst hätte er nämlich automatisch anvisiert. Okay, also kein Friendly Fire mit deinen Granaten. Also das eben war wirklich wie Bomberman. Ja. So jede Ecke. Hier haben wir alles, okay. Okay, aber gut. Ups, Moment, die andere Tür. Ja, genau, geradeaus weiter. Ach, hier kann man ja, stimmt. Okay. Na, Moment. Doch, den hast du. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ja, aber du musst den ja aus dem Menü auswählen, ja. Weil das scheiße ist hier. Sonst wäre es zu einfach, wenn das Automatisch den einen Schlüssel, den du hast, automatisch benutzen würde. Too easy. Es ist wirklich nur ein verdammter Raum. Nee, da liegt was, ne? Ja, ja. Aber einmal kurz absuchen, aber da ist nichts. Außer also, die Ecke. Du machst einen Raum auf, um dann wieder zurückzugehen, um noch einen weiteren Raum aufzumachen. Das ist mit IC-Chip for the AS. Für the ass. Für den Arsch. Musst du hinten reinschieben. Entschuldigung. Nothing useful here.
Ich will wegen dem Niveau, wir waren zu intellektuell. Ich wollte mal, du wolltest noch ein bisschen senken. Arsch reinschieben, dann damit reintun. Aber das ist auch beschissenes Game Design, damit du immer nur einen Raum freischaltest, um ein Item zu finden, um noch einen Raum freizuschalten. Einfach, wir müssen es aber länger machen, das Spiel. Das ist nicht lang genug. Was? Lauf durch, das lauf durch, lauf Ernst? Durch, lauf durch. Kommst du hier nicht nochmal hin? Ja, aber das kannst du so auch nicht lassen. Warum sind die denn wieder da? Ha! Ja. Okay, du hast recht, ich lasse es gut sein. Aber das ist irgendwie auch ein bisschen lass dumm. Lass es gut sein. Hier lang? Nein. Nee, ne? Noch weiter? Danke für die Hilfe. Die Leiter hoch. Das konnte ich leider gar nicht speichern. Ja, komm, so viel ist da ja nicht passiert seitdem. Da sind nur den Chip genommen. Der Chippy. Ach, die Hunde, ey. Jetzt wieder alles zurücklaufen. Naja, die müssen ja. Ja, lauf nee, weiter. Da laufe ich jetzt einfach dran vorbei. Stars. Dafür, dass das Standardmonster an sich cool aussieht, haben sie da zu wenige Variationen oder ja, gar keine Variationen. Die haben mit Absicht den einfach wie den Tyrant aussehen lassen. Sagen, guck mal, das ist normaler Gegner bei uns. Das ist wirklich wahrscheinlich genau der Gedanke. Moment. Hier wieder zurück. In die Kamera rein. Ja. Schau in die Kamera. Okay. Statt Stars sagen die dann Bars. Wir wollen in die Bars. Wir warten noch auf Lars. Und der bringt uns mit ein Mars. Guck mal, da sind sie. Da lachen sie, ne? Haben wir sie gesummoned, haben wir sie beschworen, die Gags. Hier, wenn ihr Bock habt auf den Rocket Beans Supporters Club, da könnt ihr uns helfen. Für jeden Gag kriegen wir 10 Cent. Der Bereich, bei dem wir uns noch zu helfen ist. Ich würde sagen, da wird auch immer gestritten, was ein Gag ist und was nicht. Ja. Manchmal gibt's auch Abstriche, schlechte Gags, 20 Cent minus. Also man muss schon aufpassen. Normalerweise nur beim Arzt. Deswegen hauen wir auch nicht alles raus. Ja. Wir passen auf. Jetzt muss ich... Wo, Alter, hier oben links? Ja, das ist die richtige Tür, weil das ist die mit dem Laserraum. Nein, doch. Nein! Eine weiter, Entschuldigung, habe ich verwechselt. Das ist der E-Pool. Da kannst du wieder zurück, da ist nämlich nichts. Gut wäre... Du könntest hier deine Luft aufladen, glaube ich aber. Aber die Luft ist schon fast voll. Da ist nämlich nur ein Ding, was Luft auflädt und sonst nichts macht. Ja, war absolut nutzlos. Gar nichts. Rein gar nichts. Echt blöd! Ach ja, auch El Bundy und UHF, natürlich. Diese ganzen Lauf durch. Alter, mitten in die Fresse geschlagen. Lauf durch. Jetzt komm, ich mach nochmal HP. Das ist nicht geil. Diese stinkenden Dachse. Diese stinkenden Dachse. Ist das richtig? Nein, nicht hierhin. Da bist du hergekommen. Okay, aber ich muss ja auch. Mein Gott. Genau, du musst. Ich wollte eigentlich geradeaus. Genau, ich bin falsche Tür wieder eben gegangen. Wieder zurückgegangen. Das ist aber auch ein bisschen schwierig manchmal hier, aber. Andere ja, so, jetzt, nein, falsche Moment, Tür. Wir sind die falsche E-Pool-Tür. Sag mal, wir sind an der falschen. Wir haben die Karte falsch gelesen zum 100. Mal. This game is making me totally crazy. It's not supposed to be like that. Komm, ich mach es. Aber korrekt. Nächste Tür, die du siehst, dann die hier. Schnell, die back. Nee, die hier ist richtig. Ey, aber da waren wir doch eben auch. Nein, das ist der Laserraum. Hier musst du durch. Und du kannst deine Schüsse aufladen hier. Das ist die Ecke, wo wir eben noch die Granate benutzt haben. Ja, genau. Du hast ja noch genug Suppe. Das heißt VP. Ja, auch voll. Okay. Jetzt ist es aus, ein. Ja, okay. Ja, genug. Warum auch immer. Wir haben nur noch 10 Minuten. Das ist ein bisschen schade, weil ich würde schon gerne noch wissen, was jetzt hinter der nächsten Tür ist, außer vielleicht noch ein weiterer Raum mit noch einem Schloss. Aber wir haben es doch fast. Das meine ich damit. Wir haben doch schon, eigentlich an eine gute Stelle gespielt. Wir sind ja sehr viel weit gekommen. Sehr viel weit gekommen. Und außerdem, man sagt, das Risiko bleibt noch, dass wir es nicht hinkriegen, die zweite CD hier zu wechseln, wenn die mal kommt. Dann haben wir bis hierhin was geschafft. Naja, wir rennen hier doch ganz schön durch. Also.
Wie viele Stunden haben wir denn? 6? Oder weniger? 5? Ja, 6. Ja, heute haben wir 4, wenn das fertig ist. Insgesamt 4, okay. Also im Spiel wahrscheinlich 2. Im Spiel wahrscheinlich eher 2, ja. ja, dem Weg einfach. War das die Leiter oder nicht die Leiter? Naja, eigentlich würde ich sagen, ja. Aber ich traue mich mittlerweile gar nicht mehr, irgendwas zu sagen. Bin mir auch nicht ganz sicher. Wir gucken einfach mal. Wir machen mal. Komm, risk it. YOLO. Wir haben diesen Computerchip bekommen. Hier bei der Leiter oben müsste die Wissenschaftlerin sein. Ich hätte eigentlich auf der Karte besser gucken sollen. Der, dieser Guard Room, da müssten wir, glaube ich, hin. Gina's Room, Chemical Room, Laboratory. Okay, wir sind falsch, ne? Ja, geh mal runter. Dieser Guard Room, wo genau, der Typ... Genau, ja. Exaktamente. So, wir sind also jetzt bei der Leiter. Die Leiter ist links unten. Wir müssen in den Guard Room. Der Guard Room ist... Oh. Moment, gar nicht hier? Mal. Der Lift geht... Nee, das ist... Das ist die Leiter, ja. Wofür? Dann lass mal gucken, wo der Lift hingeht, oder? Weil wir müssen dann ja wohl den Lift benutzen, würde ich sagen. Ja. Ich weiß sonst nicht, Da gibt's doch zwei Türen. Ist das... Das ist nicht der Guard Room hier? Ja, stimmt, vielleicht habe ich den einfach nur übersehen. Ist er das? Ich hab ihn nicht gesehen. Wir werden es ja gleich merken. Doch, Guards Quarters, da. Ach so, Guards... Ich habe nach Guards Room... Ach so, okay. Ja, nee, mein Fehler. Dann gucken wir mal, so, hier ist was der Kollege Shippy hier macht. Hallo. Aha. Sagst du was? I see. It's at the junk area. Scheiße. Kannst du es hier in diesen Computer reinballern oder was? Nee, sagt uns das ja. The old IC is at the junk area. Ja, das haben wir ja geholt. Den alten, den Prozessor. Ach, stimmt. Das war ja dieser Chip, ne? Ja. Und der ist, okay, dann gucken wir noch mal kurz. Der muss auf dieser Ebene sein, würde ich sagen. Ja, ist das dieser Computer in dem Raum? Apartment Area, E-Pool, Passageway, Storage, könnte es sein, das könnte es sein. Ja, das ist der Durchgang mit den Tieren. Also du denkst hier im Raum? Ist hier direkt neben der Tür, ist da nicht was? Hier, dieses rote Ding sehen? Das sieht schon sehr... Aber da haben wir das Lasergrid ausgestellt. Ah, ja. Dann vielleicht doch bei der Wissenschaftlerin oben durch die Leiter. Keine Ahnung, wo man den verbaut. Vielleicht weiß das jemand im Chat, bevor wir viel rumeiern, weil wir wollen ja eigentlich... Was ist denn das mit den Füßen hier? Kann man hier was machen? Ach, das Retinal-Lock. Genau. Aber das kommt erst später. Wir brauchen jetzt erst noch mal... Wir haben noch 5 Minuten. Ja, geh mal die Leiter hoch. Das ist ja jetzt... Wir reden noch mal mit der Wissenschaftlerin. Vielleicht weiß die was. Okay. Wo könnte das sonst hin? War die Wissenschaftlerin geradeaus durch. Ja, okay. Was ist hier? Labor. Gina's Room ist quasi, das ist ihr Raum. Und was ist das andere nochmal? Labor. Was ist denn das Gelbe? Das ist Gina's. Achso, nee, das Gelbe. Chemical also, Room. Na, aber auf der anderen Seite komplett, ne? Ich überlege nur, wo könnte der Chip reinpassen? Da wartet sie. Okay, wo ist denn das? Der Ass. Oh, kannst du vielleicht deine Heil-Items hier an dem Ding wieder auffüllen? Ja, können wir gleich mal machen. Aber wo ist denn der fucking Ass? Ass! Keine Ahnung, wo der Ass ist. Oh ja, baller voll. Geil. Ballern! Und wir alle zusammen. Okay, kannst aufhören. Okay, ich geb's auf. Dann ist es auch nicht hier. Vielleicht das? Nee, auch nicht. Ihre Jacke auch nicht. Okay, die Tür. AS. AS. Ist auf der Map irgendein AS-Room? AS-Room? Irgendwas, worauf AS wenigstens passen könnte, ja. Passageway, nee, Moment. Gina's Room, waren wir hier schon, Chemical Room. Ich würde die beiden auf jeden Fall noch mal ausprobieren, aber wir kommen da gar nicht hin. Wir müssen irgendwie kommen anders, hier eh nicht hin. Ja, wir müssen da irgendwie anders hin, wie auch immer das Mann, geht. Mann, ey. Alter, dieses Spiel. Hinten. Das ist so dumm. Sagt jemand im Chat, aber ich weiß nicht, was hinten bedeutet. Hinten das hilft uns leider echt gar nicht. Ist recht kontextlos. Trotzdem danke, Smooth. Wir haben eh noch 3 Minuten, das wird eh eng alles hier.
Hoffentlich können wir irgendwo noch speichern. Ich suche weiter. Ich bin jetzt hier. Und wir haben das Guards Quarters. Die Junk Area. Da kamen wir eigentlich her. Apartment Area bringt nichts. E-Pool bringt nichts. Passageway natürlich nicht. Storage. Könnte man drüber diskutieren, ob da was ist. Ich würde sagen, dieser Administration Room ist auf jeden Fall interessant. Ja, das war aber da, wo du die Hunde bekämpft hast mit den, oder? Ah, für Experimental Animals. Ja. Deswegen was? Auch, ja. Kannst du vielleicht mal an dem Retina-Ding einfach mal den Chip probieren? Vielleicht bringt das was? Du musst die Dinger ja selbst auswählen. Ey, du hast recht, ne? Du hast recht, vielleicht geht das Ding einfach nicht. Da ist es hinter dir. Moment. Ich dachte, ich soll zurückgehen zu dem. Dieses Retina-Ding, das ist doch da. Alter, ich dachte, ich wäre ganz woanders. Wir haben uns ja gar nicht voneinander, wir haben uns gar nicht wegbewegt. Ups, Entschuldigung, falscher Button. So. Item. Alter. Item. Und der Chip. Das Geile ist, es gibt hier noch nicht mal eine Bestätigung. Nee, Someone from AI. Deswegen, er sagt das ja auch nicht. Ah, okay, also da nicht. Und auf der, wenn du da durchgehst, war die verschlossen. Replacement IC-Chip for the AS, Mann. Das ist doch wirklich hier. So, it's the old IC-Chip made, ihr Scheißkerle. Drei Zeilen, nichts darüber, was es eigentlich ist. Ihr Fotzköpfe. So, jetzt hab ich's gesagt. Dämlichen Fotzköpfe. Alter, okay. Jetzt müssen wir speichern, denn wir haben nur noch. Ja. Wir haben plötzlich. Bleib ruhig da, wir können auch so speichern. Ne? Wieso haben wir auf einmal 15 Minuten? Das war auch gerade zu Ende. Gönnt euch. Okay. So, dann gucken wir jetzt mal. Wir brauchen echt eine Hilfe, Regie. Ihr müsst uns echt helfen. Sonst. Nicht Regie, sondern wir brauchen echt Hilfe. Ich check's jetzt mal, weil das ist ja jetzt. Für das AS Application Server, für das AS war. Doch das Überwachungssystem, wo vorhin der heulende Soldat saß. Haben wir da aber nicht angeguckt? Ja, mit dem haben wir doch eben gesprochen. Ja, und oder? Hier, du kannst ja noch mal in den Guardroom rein. Ist das der hier oder der andere? Ich bin langsam dumm von. Ich glaube, der falsche. Der ist da, hier. Ja. Mittlerweile kenne ich mich aus. Aber der rote Computer war es ja nicht, damit hast du das Lasersystem ausgeschaltet. Vielleicht muss ich ihm den Chip geben. Ah, vielleicht, ja. Wir haben mit ihm ja nur gesprochen und er hat nichts. Dann benutzt man den Chip bei ihm. Leute sagen Experiment Room, also da, wo die Hunde wären. Gehen wir auch gleich noch mal rein. Da können wir auch schon, da waren auch Computer, ja. Nee. Gut, dann können wir in Experiment Room ja mal gucken, von mir aus. Das ist die andere Tür, durch die wir nicht reingegangen sind. Okay. Das hier, oder? Ja. Warum sollte so ein wichtiger Computer denn im Raum mit den experimentellen Tieren drin sein? Okay, so. Ja, wir haben es leider auch, wir haben ja nicht alles verstanden. Das war genau die Katze, ja, wo es also hier so leise war. Aber jetzt bist du wieder raus. Ja, was in denn? Dem Raum kann es eigentlich, vielleicht müssen wir da durch. Gerade mal gucken. Ja, komm, soll ich noch mal zurück? Komm, gehen wir mal zurück. Ich habe keinen Computer gesehen gerade. Vielleicht dieses gelbe Ding, was für die Luft ist. Aber das meinst du? Zum Nein, nee. Das haben sie gezeigt, dass es kaputt ist, weil die Hunde hier. Okay, hier siehst du nichts, ne? Nee, das ist nichts. Kann ich hier eigentlich speichern? You must replace the AC-Chip. Wirklich. Es ist wirklich so, ne? Ja. Das ist ja krass. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich auch nicht. Aber the air system ist logisch, ne? Air system. Oh, ja gut, aber wie sollst du denn jetzt. Warum ist das denn plötzlich so relevant? Naja, gut, wahrscheinlich kommt die sonst nicht durch oder so. Ja. Wir benutzen es, wir haben noch 15 Minuten. Geil, geil, volle Gönnung, Alter. Fertig? Es geht nicht? Okay. Oh, dann ist es nicht hier dran, sondern an dem Ding, was das hoch und runter meinst du, ne? Also ein Stockwerk höher oder ja. runter, was herkommt. Alter, ah, jetzt. Alter. Okay, benutz noch mal. Und mach mal Air System. Oh, sonst hat er sich nicht rausgetraut, der andere Johnny wahrscheinlich, weil er Johnny da keine Luft hatte. Donny, ey. Okay, so. Das macht mich alles fertig. Aber schön, dass wir das jetzt gelöst haben. Das hätte mich sehr frustriert, wenn wir da aufgehört hätten. Dann kannst du den. Jetzt musst du mit dem Typen reden, dann kommt der raus. Ja? Weil jetzt ist ja alles cool. Die alte. Echt, ey. Der kleine Rettich. Der kleine Rettich. Feige Rettich hier. Nee, nicht der kleine Feige, der kleine Rettich.
So, aber der ist jetzt ein Zombie und wir kriegen sein Auge. Tja, hätte ich eigentlich auch erwartet. I feel cold. I think I'll take the day off tomorrow. Ey, probier da mal selbst den Retina-Scan aus. Ja, oder wer ist doch eigentlich auch unsere Basis? Oder es könnte jetzt tatsächlich die Wissenschaftlerin sein, weil sie gehört doch zum Medical Star vielleicht. Die wollte doch den ganzen Bullshit, ne? Und die hilft mir gleich da durch. Ja, so ist es, so ist es. Die Leiter hoch und dann kommt sie mit. Ey, das macht mich ein bisschen fertig. Ich wünschte wirklich, sie hätten sich das besser durchdacht. Und das Spiel könnte besser sein. Mit ganz simplen Mitteln. Ja, es reicht nicht einfach einmal, das in der unverständlichen Cutscene gesagt zu haben. Zwischendurch. Ohne Untertitel. Mit schlechten Synchrosprechern. In leise. In leise. In gleich aussehenden Gängen. Man versteht sie noch zu gut. Macht mal ein bisschen, dreht mal ein bisschen am Rauschometer. So. Gina! Komm, folge mir zum Retinal Scanner. Da! The air system is running. Please help me release the netlock. Before that, I found two more things about the parasite cell. What? I didn't find a parasite cell in your blood, but I did find a cold virus and gave it to a mouse. The virus kept the parasite away. A solution? Not necessarily. It just means that the parasite cell does not enter bodies infected with a virus. The virus alone cannot fend off the parasite cell. Oh. But there's one more important find. The parasite cell is weak in oxygen. Oxygen? For most animals, oxygen is actually lethal. Because of the low level, humans can live on Earth. This parasite cell has a lower oxygen tolerance than humans, so even the oxygen in the air weakens them. That science. If we fill the big table with a lot of air, then the parasite cell should weaken. Let's go release the netlock. Diese Kamerafahrt auch, ey. Die war ganz geil, ne? Die hat, für eine Szene hat Michael Bay übernommen. $8,000 gekostet, allein diese Kamerafahrt. Ja, das war Michael Ney. Michael Ney. Das war Michael May war das natürlich. Michael, ja, Michael May. The latest, brauchen wir nicht, ne? Noch nee. Weg mit dir. So ein bisschen, habe ich alle, okay. Ja, benutzt doch eins und nimm noch eins mit. Also voll Energie. Ja. Mann, du bist aber auch, bist ein richtiger. So ein kommen wir doch eh nie wieder hin. Nee, ist ja auch richtig, ist gut durchdacht. You used the first aid kit. Du hast ein 1-8-Kit benutzt. Sie ist jetzt aber auch nicht dabei, einfach weg. Lauf weiter. Ja, klar. Die ist schon mal vorgegangen. Die steht schon bestimmt am Gerät. Ah, da ist sie. Das ist das Lesegerät von Dead Space. Wie unhygienisch das Ding ist, ne? Ja. Wenn da jeder seinen Augenschmodder dran schmiert. So ein gut. Pink Eye heißt es, ne? Ja. Wenn du so gerötetes Auge hast. Ein Ehering? Sonic! Ja. Gina Weißburg. Auge erkannt. War auf nur, der Karte? Nur Auge, du musst nur Augen haben, damit du da durchkommst. War auf der Karte nicht Gina mit einem E? So ist Gina mit einem I. Du meinst, sie ist Geheimagent? It's okay now. Ja. Das ist ein Monster, übrigens, auf dem Rückweg. I'll stay here a little more. I'll notify you when I found the creature's weak points. Okay, be careful. John, thanks for everything. You're welcome, Dr. Weisberg. Call me Gina. Okay, Gina. Mensch, Gina. Ein Gang wie zwei Holzbettenlamellen. Ich wollte auch gerade sowas Ähnliches sagen. Wie zwei Besenstiele in der leeren Hose. Ja. Alter, lauf weiter. Da kommt von oben hier so ein. Fuck das ist shit. Jetzt wirklich der Dings, ne? Aus dem anderen Spiel.
So. Oh, geil, noch eine Szene. Jetzt geht's aber ab. Oh, guck mal, richtige. Sag mal, haben die da Apartmentgebäude drunter gebaut? Ich kann sagen, wie so eine WG. Du kannst bei uns wohnen, aber wir sind leider 10.000 Meter unter dem Wasser. Alter! Ist das Gex? Also ein sehr schlechter Moment, um da reinzukommen in den Raum. Ja, gerade wirklich. Schlüpfen. Aber, guck mal, die sind zerteilt. Wo sind sie denn reingefallen? Oh, ein Gehirnwesen ist noch übrig geblieben. Haha. Wer hat geschossen? Es ist eine Frau. Are you okay? Natürlich. Es ist immer eine Frau. Aber eine bemuskelte Frau. Ja, oh Mann, die ist aus... Das ist hier aus Dings. Aus Alien? Last of Us 2. Ah, ja. I'm John Mayer, ERS. Von wegen sowas ist unrealistisch. Das seht ihr es doch. How do I know you're not a creature? Dass ich mit dir rede? I could ask you the same question. Na, besonders menschlich wirkt der John Mayer ja nicht. Ich bin zu cool für Treppen. Nee, und ich habe Knie aus... aus Gummi. Oh, auch dieser Gesichtsausdruck. In a way, yes. Alles an ihr. Hat er gerade gesagt, du siehst aus wie ein Monster? I'm Anna Lorenzen, DM Company Diver. I'm a Joker. What are you doing here? Returning to the CCD area. The area lock is broken. It can't be repaired. But there ach, das soll Michelle Rodriguez sein wahrscheinlich. Deswegen, die gab es damals noch nicht. Easy. Stimmt. Torch the area lock panel and rewire. Ist mehr Linda Hamilton. Where can I find oder Vasquez aus Aliens. Find ja. Yourself. I'm busy looking for Rambo. Rambo. A bulldog, my companion. I usually let him roam around here. If something happens, he usually returns right away. Dein Hund ist tot. I'm worried. So, I don't have time. Ich habe deinen Hund vorhin getroffen. Hätte er sagen können. Mit meiner Pumpgun. Hätte auch Wombo heißen können. So. Tatsächlich mal ein bisschen eine große Location. Ich dachte, jetzt kommt ein Bossfight, aber nein. Es ist aber ein gutes Areal für einen Bossfight. So ja. Diese Habitat-Geschichte, ne, wo Leute leben und so Normalität versucht wird. Das ist sehr... Oh, ist das Polizei hier? Was glaubst du, wo kann man speichern? Energie oder Polizei? Bei der Polizei natürlich. Bei der Polizei. Ja. Erinnere mich gerade an Dead Space 2. Da bist du ja auch durch solche Residential Areas gegangen, wo dann die ganzen Xenomorphen da, Nekromorphen... Übrigens ein Kiosk. Ja, wieder zurück. Ist ein Kiosk, ist nicht Polizei. Also stand da, hier, Kiosk. Okay. Nein, aber Kiosk heißt, glaube ich, da auch, es ist einfach eine Station. Also aber das sah auch ein bisschen gerade aus. Also ich meine, ich finde auch, sie deutsche Polizei. Aber irgendwie ist die Frage, warum gibt es überhaupt eine Polizei unter Wasser? Naja, vielleicht ist jemand falsch gewassert oder so, falsch geparkt. Oh, ein Kraut. Ich dachte auch gerade, nimm das Kraut und misch es, ja. Oh, mach, nimm. Oh ja. Ja, hier endlos versorgen. Ah, nix mehr. Mir sehr gut. Was da? Was? You can't hold anymore. Ja, aber was genau? Wahrscheinlich waren es Granaten oder. Nee, das sind die normalen First Aid Kits. Oh. There should be some ammo. Kill the monsters out there. Ja, und er ist krank und alles, okay. Das war, heißt einfach nur irgendwann. To catch gold. Der offensichtlich kann er nicht lesen. Nicht mal speichern, verdammt. Da. Okay. Wow, aber jetzt noch mehr. Jetzt können wir jetzt. Das Maximum hat sich erhöht, ja. Das ist, okay, cool. Das ist gut. Das wir haben Kraut nicht mitnehmen. Noch. Wir brauchen jetzt dringend mal was zum Speichern. Ja. Dann nehme ich jetzt mal die Knarre und krall mir den Typen beim Kiosk. Ja, wir machen sonst einen Quick Save, falls wir da nichts finden zum Speichern. Geht ja auch, ne? Da sei es mal erlaubt. Ah, da haben sie authentische Waffenzeichen genommen. Was für ein Uzi-Sound, ey. Oh, da ist noch einer. Jawohl, Gerechtigkeit wurde wiederhergestellt. Also, was kannst du da holen im Kiosk?
Hamburger. Den Hamburger. Oh, hier, das ist wie in Holland, ne? Kenn ich. Direkt gegenüber dem Burger King ist es da. Ich liebe dieses Febo-Essen. Ich wundere mich immer noch, warum das in Deutschland keiner macht, weil also meiner Ansicht nach ist es ein No-Brainer, dass das auch in Deutschland auf der Reeperbahn funktioniert und so. Muss ja, hygienisch sein. Ich verstehe nicht, warum das nicht erlaubt. Warum gibt es das nicht in Deutschland? Verstehe ich nicht. Okay, hier ist nichts. Außer dem Hamburger. Vielleicht wird das aber noch in Zeiten des weniger zwischenmenschlichen Kontaktes auf der Reeperbahn. Du hast recht, jetzt wäre eigentlich die perfekte Zeit, sowas da einzuführen. Ha. Dahinter ist ja dann immer die Küche, was ich genial finde. Genau, und dann schieben sie durch, da ist ja die Wand. Da musst du nicht interagieren mit Leuten. Also, wenn ihr noch ein Business sucht, Febo kann ich euch sehr empfehlen. Das gibt's in Deutschland noch nicht. Das ist jetzt nicht der nächste Bubble Tea, aber es ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Okay, Aufzug war neu, ne? Ich weiß nicht, von wo wir reingekommen sind. Ich glaube, Moment, okay, rechts. Nee, siehst du, der Aufzug ist neu. Okay. Ah, mehrere Stockwerke auch noch. Which floor will you go? Geh mal rauf. Weg. Geh mal runter. Messer rein, Gedärme raus. Toilette. Okay, den hast du. Ist ja noch einer. Alter, was die schlucken? Ihr wollt mich doch verarschen. Wenn das die beste Lösung ist, einfach stehen bleiben und rumballern, dann haben sie irgendwas falsch gemacht. Ups, so. Projection Room. Ja, damit projizierst du deine Probleme auf andere und Leute. Auch direkt das Gehirn denkt so, ah, okay, was sind für Gags unter P wie Projection? Das ist so geil. Das ist der Projection Room. Videotape. Ich hätte ein paar, aber die darf ich hier nicht, leider nicht einlegen. The election was fake. Nein, das meinte ich nicht. Das ist der Projection Room hier. Für so Verschwörungszimmer. Ja. Videos Entertainment für. For the Troops. Na, 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 das ist auch so gerade, ne? Da sind dann sowas wie Buckelwale, die sich ausziehen, oder Haie. Buckel dich, Baby. Was guckt man denn unter Wasser? Da muss das doch thematisch. Ich würde ja was anderes gucken, außer noch mal weiter unter Wasser Sachen, weil das siehst du, guckst ja aus dem Fenster. Ja. Das ist ein Videodeck. Wenn du ein Tape hättest, könntest du was gucken. Okay, also ist halt nichts, ne? Brauchen wir später, machen wir da mal irgendwie hier den. Komm, geh noch mal zur Toilette und dann schließen wir ab. So, wo ist die Toilette? Die ist zurück. Einen zurück, meinst du? Ja. Wenn du da hinläufst, da siehst du gleich die Toilette zu deiner Linken. Da. Damals hieß es noch Toilette. Guck mal, die Toilette war für Pfeile in beider Richtungen. Mhm. Das heißt, oben ist eine Schüssel und unten eine. Ja, ganz einfach, egal wo du hin, der ganze Raum wird einfach unter Wasser gesetzt. Das ist praktisch, wenn du schon unter Wasser bist. Oh, ich lauf einfach raus. Gerade als er sich bückte, kommt die Granate. Wo ich jetzt. Hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber kennst du diese Knast-Doku auf Netflix? Es gibt so eine. Jede Folge ist ein unterschiedlicher Knast in irgendeinem Land. Sehr interessant, weil das schon wirklich derbe unterschiedlich ist und teilweise derbe hart ist und du einfach nur dankbar bist, dass du halt da nicht im Knast bist. Moment. Noch nicht. Kannst du schon mal an das Setting gewöhnen? Kannst du schon mal gewöhnen, ja. Wann kommst du raus? Hoffentlich nie. Warum? Hast du schon wieder einen umgelegt? Mensch, wie willst du denn jemals herauskommen, wenn du Moment, Knast, nicht, Leute nicht einen. Ich kann ja nichts dafür, der ist mitten in mein Messer gelaufen. 7-mal. Mensch, Krieger, du mach mich nicht unglücklich. Ich hab dich doch geheiratet, damit du irgendwann wieder rauskommst. Ja, aber mein Bitcoin ist noch sicher, ne? Ja, der ist ganz sicher. Ja? Alles, der ist alles irgendwo sicher. Ja. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich noch in der Liebespäne. Dogecoin. Vorsicht mit der Verwendung. Obwohl, mittlerweile darf man ihn wieder verwenden. Es ist wieder, Trump ist abgewählt, der Pepe ist wieder safe. Whatever. Wir speichern hier, wir machen Quick Save und machen dann bei Zeiten wieder weiter. Ja, es war schön, ein Fest. Dann bleibt dran, genießt das restliche Programm. Ich glaube, NDA oder sowas läuft jetzt gleich hier. No? Das wird richtig gut. Und wir sehen uns dann wieder in der Toilette. Ihr wisst schon wann. Ja, genau. Hört einfach da, wo es raschelt.